Seid ihr bereit, Chat? Gott, ich bin noch gar nicht auf dem Teamspeak. Also ich muss ja sagen, ne? Der Equalizende hatte auch den anders geilen Soundtrack. Darf man wohl noch sagen, oder? Fuck, where am I? Ich bin hier ausgelockt. Ja, grüß, Chat. Was macht man jetzt Schönes? Wie alt bist du geworden? She didn't suffer. Fools! Verarscht! Oder? Was heißt das doch? Rockstar Games sind halt auch solche Wichser, ne? She didn't suffer. Fools! Verarscht! Jeder suffert hier. Seid ihr bescheuert? Das ist der Wilde Westen. Das ist mein Esel. Johannes Sparrows, wir müssen mal ins Lager. Eigentlich war 21 Uhr Treffpunkt, aber... Badewannen-Crew. Ich kann nicht anders als zu sagen, ich danke dir für den wunderbaren Sub. Wir sind übrigens gerade wieder kurz vor den 900. Das stimmt mich glücklich. So schön, oder? Ich finde, das Spiel ist so unglaublich ästhetisch. Oh! Ich bin auch gerade... Fleißige Esel, Mensch. Wohin des Weges, Sportsfreund? Warum so eilig mit Ihrer Kutsche? Warum so eilig auf dem Esel? Naja, weil Johannes ist ein Premium-Esel. Hasta la vista, Baby! Iha! Iha! Wie war das
mit hasta la vista. Und so schnell sieht man sich wieder, Kutscher. Wohin des Weges? Wohin des Weges? Ich bin Armadillo. Ich bin auf dem Weg nach Valentine. Na, Valentine. Verkaufen Sie da Ihren Turbo-Esel? Nein. Das ist Johannes, Mann. Der ist Teil der Familie. Schönen Abend. Okay, ja, ciao. Das war gerade sehr unangenehm. Da hat es mir auch gerade kurz einmal geschakt, muss ich sagen. Mein Kollege 187, Grüße in die Berufsschule an der Stelle hier einmal. Johnny Mike, mal wieder eine Runde Dirt Rally habe ich übrigens, habe ich nicht vergessen, mein Lieber. Habe ich nicht vergessen. Ja, Entschuldigung, ich bin halt ein bisschen drinnen, Red Dead. Mein Gott. Ja, wird sie. Also manchen Leuten muss man echt die Customizables wegnehmen. Die Gesindel! Ich weiß halt nicht, ob man da noch ein Edge drauflegen kann. Also ich finde, bei GTA 5 hat man schon gesehen, dass noch ein bisschen mehr geht. Zwangsläufig. Aber bei Red Dead Redemption... Boah, I don't know, ob da noch was on top geht. Weil ich meine, ein Spiel, was auch auf Konsolen released wird und krasser als Red Dead Redemption. Das hatte sogar von Anfang an eine relativ gute Performance, muss ich sagen. Also ich habe nie erwartet, dass das bombastisch läuft. Aber das sind dann ja auch meistens nur noch so Geschichten mit, die Lichtstrahlen sind jetzt nicht mehr nur einfach schön gemacht, sondern sogar physikalisch live berechnet. Ich freue mich... Ach, warte mal. Ach, scheiße, ist doch Bild. Wonach sieht's denn aus, Mann, dämliches Arschloch? Aha, Grüße. Du Scheißwichser. Schönen guten Abend, du Scheißwichser hier. Wir haben kein Problem hier. Das wäre? Die Sheriffs sind heiß auf dich. Ihr habt mich alle so unglaublich vermisst, ha? Huh? Ja, dich auch, aber die Sheriffs sind heiß auf dich. Die Sheriffs? Ja, sobald du in eine Stadt oder ein Dorf reinreitest, wirst du festgenommen. Ja, gut, dann kann ich ja heute
in allererster Front die Zuggesellschaft ficken, weil es geht ja eh rein, ne? Hm? Ja, ja, warte mal, also wir haben jetzt eigentlich, also... Gibt's ein Bounty? Ja, $100. Das ist doch geil. Verdacht Zugüberfall. Ja, Verdacht Zugüberfall kann ich mich rausreden, Mann. Ja. Aber nur Bill, oder? Komm mal mit, bitte. Oh, und wartet mal. Check. Da hat doch Wade sich gestern. Ah, das ist alles... Geheimnisse, Mann. Ja, also, komm mal mit. Also, du und Jack stehen drauf. Ja. Nur eure beiden Namen. Ja. Und Vegas wartet jetzt bei Fort Wallace auf euch, um zu besprechen, ob ihr euch vorher reinlassen wollt, also ob ihr das Kopfgeld teilen wollt, ob ihr später rein wollt, wie ihr das handhaben wollt. Weil wenn ihr in die Städte reinkommt, hat er gesagt, die Sheriff wollen euch auf jeden Fall locker für das... Warte mal ganz kurz, Vegas ist doch ein Sheriff. Nee, Vegas ist Bounty Hunter. Er war ehemaliger Sheriff. Aber warte mal, es kann doch jeder das Bounty einstreichen, oder? Nein. Nur Bounty Hunter. Und Vegas ist der Anführer der Bounty Hunter. Und er will praktisch dreckige Geschäfte machen. Ja. Er hatte schon ein Gespräch mit Jack. Vor ein paar Tagen. Und er, sein Angebot. Aber dieser Vegas ist auch ein ganz schöner Hurenbock. Na, ich habe da ein anderes Blick auf dem, aber ich kann verstehen, wenn Leute ihn als Hurenbock betiteln. Aber ich find ihn eigentlich ganz okay. Ich habe mir übrigens mit dem Hurenbock, ich finde Hurenbock manchmal ein bisschen gemein. Ich habe da so eine neue Idee. Was hältst denn du von Hurenspross? Hurenspross. Hat auch was. Hurenspross. Ja. Das musst du so richtig giftig rüberbringen, du Hurenspross! Du Hurenspross, so sieht's nämlich aus. Oder, naja, wie könnte man das sagen, so, dass es auch die Kids verstehen? Hurensohn! Du Hurensohn! Klingt auch nicht schlecht, wenn du mich fragst. Naja. Hast du das gewisse Etwas? Ach, du Dirnen, ja, Dirnenspross ist auch nicht schlecht. Das hat auch was. Ja. Ja, nee, aber wie gesagt, Vegas war jetzt in Fort Wallace. Eigentlich auf dich und Jack. Um zu besprechen, ob ihr das vorher machen wollt, nachher, oder ob ihr da auf einen großen Fick gibt. Ich habe Vegas schon gesagt, ihr gibt da einen großen Fick drauf, aber er wollte euch trotzdem treffen. Ja, schauen wir mal, vielleicht kommt ja Jack doch noch aus dem Zelt, ne? Na ja, hoffentlich. Wenn der aus dem Zelt kommt, dann gehen wir da hin, sagen dem, der soll uns einknasten, sobald wir heute unsere Arbeit erledigt haben, und dann teilen wir das Geld, hm? Ja, er meinte halt nur, sobald wir in Städte oder Dörfer reinkommen, die Sheriffs wollen euch für das Vierfache oder Dreifache reinbuchten. Ja, gut, aber es ist ja nur Verdacht. Hm? Ja, das Ding ist halt nur eure beiden Namen. Es ist nur ein Verdacht. So, da kann man auch, da kann man sich ja so einfach rausreden. Ja. Also wahrscheinlich nicht, und wir werden da einfach reingefickt, weil es sowieso kein vernünftiges Gericht gibt oder so. Aber weißt du, was meine Frage ist? Warum nur eure beiden Namen? Wir waren doch alle da. Wir hatten alle irgendwie doch... Also wir waren doch nicht... Das ist jetzt auch ein bisschen unangenehm, dir das zu sagen. Aber... Hast du eine Vermutung? Ist halt einfach nicht wichtig genug, Mann. Okay, nee, ich kann das schon verstehen. Ich habe nur das Camp aufgebaut, aber so in der Öffentlichkeit, ja, da bin ich auch nicht so anzutreffen. Obwohl Moro, der Rächer von Rhodes, meinen Namen kannte. Kennst du Moro, den Rächer? Nee, Mann. Ja, der reitet durch Rhodes und sorgt für Recht und Ordnung. Ja. Das lässt du ganz... Nee, lass ich auch bleiben, alles gut. Ja, das lässt du schön bleiben. Aber nur, dass du schon mal Bescheid weißt. So, ich gehe wieder zu den anderen. Ja. Ich muss. Das ist sehr, sehr interessant, Mann. Was wird das, wenn es fertig ist, Walkow? Das nennt sich Training. Training für was? Für den Zirkus. Ich deine Mutter mit dem Kettenmann abwerfe. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das sein muss. Aber hast du nicht gesagt, deine Mutter ist nicht mehr so. Ah. Wurde ich nicht auch eingesetzt? Oh nein, mein nicht? Spaten. Ja. Kein Spaten mehr, oder was? Nein. Dann geh dir ein und geh graben. Mann. 11.
Gut, 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 gut. Na, danke. Dann weiß ich Bescheid. So, ah! Ja. Und erzähl mir nie was von deinen komischen... Nee. Komischen Krampfadern am Sack. Was für ein Meeting haben wir denn mit dem? Das kommt vom auf dem Pferd sitzen. Ich sag's dir so, wie es ist. Ist das was, wo Jack dabei sein muss? Oder? Ja, eigentlich. Widerlich. Was die anderen gehört hätten. Was ist denn Jack, Mann? Ich will eigentlich nicht wissen, was das war. Außer es geht um Tinker. Seine Stören. Dann bin ich interessiert. So. 15 Dolaris. Was machen wir? Also mit so einem Spaten kostet 8. Habe ich ja mindestens 20 Gewinn gemacht. Ja, einfach nur mit rumstehen. Kaufen, verkaufen. Audi, Mau, wir sehen uns noch. Und er fühlt sich ausgeschlossen. Mo, was ist denn los? Geht der schon wieder, Mann? Warum war der überhaupt hier? Der hat ein bisschen mit uns gebuddelt. Weil ich deine Mama gesucht habe. Schön. Ich muss nach Rot, der Tag hat alles offen, ich muss einkaufen. Ja, Mo und ich sind Buddelbuddies. Ist in Ordnung. Good shopping, Mo. Huh? Howdy. Film hat sich gerade was bewegt. Ja. Der Ira hat sich bewegt, er schießt ihn. Bitte? Bewegt, ohne zu buddeln. Walkoff. Hallo, Igor. Ja, wir sollten außerdem das so einführen, wenn wir im Kreis stehen, dann nur, wenn wir buddeln. Ja, ich habe mir eine Schaufel gekauft, aber leider keinen Spaten, wie mir gerade berichtet wurde. Du Totengräber. Sag mal, was hast du in deinem Kopf stehen? Das ist eine Pickel? Das nervt mich gerade schon wieder, Mann. $8 einfach verschwendet für gar nichts. Ja, ich habe auch noch eine Spitzhacke. Brauch kein Schwein. Ja, für Salz brauchst du den. Nee, dafür brauche ich einen Pickel. Nee, kommt drauf an, wo du hingehst. Wenn du über Roadster in diesem scheiß Flussbett das machst, dann brauchst du eine Pickel. Aber wenn du in die Salzmine gehst, dann brauchst du eine Spitzhacke. Will jemand eine Spitzhacke kaufen? Ich habe eine Pickel. Zum Beispiel. Aber die ist gut, die brauchst du nämlich in der Salzmine. Ja, die habe ich aber schon. Weiße, Mann, wo ist Wade? Wo ist Jack? Wir haben ein bisschen was zu tun, Mann. Ach, ja, ist nicht schlimm, ich gehe gleich wieder schlafen. Weißt du, Mann, was Junge, Mann, raff dich mal. Oh. Ey. Du Scheiße. Danke. Und diese Krämpfe, die Leute haben. Dämlicher kleiner Kirky, ganz ehrlich. Ja. Frederik Gaffel. Aber du hast deine Zigarette festgehalten. Sehr University gut. Of Michigan. Prioritäten, Mann. Weißt du, wie lange ich für die Dinger geraucht habe? So. Einen zweiten. Ich hab dann noch einen zweiten. Ich hab leider keinen mehr. Gary. Ja, also. Ach ja, falls also in der Truhe da sind ganz viele wilde Karotten, wenn ihr noch welche für die Pferde haben wollt. Das ist gut. Ja. Falls mal wieder irgendwie aus Versehen wo gegeneinander geritten wird oder so. Ja. Mein Wer würde Esel, sowas dann machen? Graben. Esel hat Zinkmangel. Der hat ein bisschen wenig Energie aktuell immer. Ja, da helfen die Karotten. Geil. Das seid ihr wirklich. Aber die Karotten helfen nur ganz kurzzeitig, oder? Nee, die Karotten 7-7. Die machen ein bisschen mehr. Danke für. Okay, geil. Haben wir noch 10? Ja, ich glaube, wir haben so 90 oder so. Die Scheichs sind wieder da. Dann nehme ich mir echt die Hälfte. Ja, ich war wieder fleißig. Ja, wenn ihr den halben Tag schlaft, das sind andere. Ich danke dir, mein Lieber. Sehr, sehr freundlich. Ja, gelobet seien die arbeiten. Ah. Die hart arbeiten. Ja, ist ganz schlimm, wenn man hier nur rumlegt und nichts macht. Ganz genau. Faule Brut. Also, ich sag immer, gelobet sind die den Zug ausrauben. Mann, wo waren denn diese Trottel? Geh die doch mal aufwecken hier. Ja. Scheiße. Wo ist der scheiß Tinker eigentlich? Ist eine Sekunde. Da was sein. Was ist denn los? Heiße! Aufstehen, Tinker! Da ist er ja wirklich! Was ist denn los? Raus da! Raus aus dem Bett! Was hackt bei dir? Hol dir eine Spanne! Howdy!
Howdy, Tinker. Hol dir einen Spaten. Mensch, Tinkers Leo, schön, dass du wieder da bist, ha? Ja, guten Abend, Sir. Warum sind wir denn so nah, verdammte Scheiße? Ja, warum nicht? Wir haben dir beim Schlafen zugesehen, weil jedes Mal, wenn du ausgeatmet hast, ist dann einer Pickel ein bisschen größer geworden. Und das war ziemlich eklig, bin ich ganz ehrlich. Aber wir haben auch... Das war wie so ein Kutschenunfall. Man konnte auch Clark nicht weggucken. Ich wollte mit der Messerspitze einmal kurz reinpieken. Ja, ich konnte ihn gerade aufhalten. Nein, ey, der ist schon jahrelang am Reifen. Lass den, den habe ich mir aufgespart, Junge. Der große Alpha-Badel, Junge. Hey, Schleckermöllchen, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ja, gut sieht's aus, Junge. Ich hab Momade drin. Einmal kurz unterwegs. Schön. Ja, hört mal auf, alles umzugraben, ihr Süchtigen. Halt die Schnauze. Hey, mal zu, ich hab dir gesagt, das ist meine Geschäftsidee und du hast jetzt hier ganz viel lecker gegraben, oder was? Ja, du hast recht. Es haben sich hier schon vier Leute heute den scheiß Knöchel gezogen. Ja, ehrlich, hat dich drin. Wegen diesen ganzen Löchern, die hier sind. Man läuft so und dann auf einmal aus dem Nichts. Ah! Aber das ist richtig gut, machst du richtig Dolaris, oder? Ja, warte mal, ich buddel ihm die Füße ein. Ja, ich geh mal kurz, galoppiert den hier schon wieder. Ja, dann komm ich gleich wieder. Niemals den Mund aufhaben, während der Tinker redet. Wenn da was reinkommt, dann hat man sofort jegliche Infektionen im Rachen. Wenn ich sowas lese, Mann. Kannst lesen? Ja, ja, da ist ein Zettel. Irgendeiner hat hier einen Zettel angebracht. Das ist nie eigentlich. Ja, Eigenverbrauch ist auch ein dehnbares Wort, Mann. Ah, schön. Naja. Was ist denn dein Bruder, Mann? Ach, keine Ahnung, Mann. Reset. ich bin hier auch aus der Hütte gekrochen, in der Hoffnung, es geht irgendwas. Ich meine, wir können auch schon was Kleineres reißen, aber ich habe das Gefühl, dann werden wir alle verhaftet oder erschossen und dann... Ja. Und dann können wir den Zug überhaupt nicht mehr organisieren. Ne? Ja, die Frage ist auch, weil wir uns ja mit dem Vega treffen wollten, wenn ihr beide auf dem Bounty Board steht, ist es dann eine gute Idee, sich mit dem... Weißt du, wie seht ihr alle aus? Ich denk schon wieder, sorry. Was meinst du? Denk ruhig zu Ende, ne? Naja, also ich weiß, also mit dem Vega, erst haben wir den gejagt, dann waren wir freundlich, dann haben wir den gejagt. Und jetzt steht hier auf dem Bounty Board, du und Beck. Und dann treffen wir uns mit dem berüchtigsten Kopfgeldjäger. Also. Ja. Was ist schief? Ja, wo wollte der sich treffen? Bei dem Fort Wallace, richtig? Ja, Fort Wallace. Ich bin Vicky ist schon hingerissen. Das ist eh hier um die Ecke. Also, ja, kommt, Jungs, dann reiten wir hoch und reden mit ihm, bin ich ehrlich jetzt. Können wir nicht wenigstens auf den Vicky warten? Und auf den Tinker, der ist auch noch kurz kacken. Ja, dann machen also wir das. Also Jack, wenn er nicht kommt, dann kommt er nicht. Dann legen wir los, ja, dann reiten wir da hin und dann wieder zurück hier. Ja. Wichtig ist, wenn die Sheriffs auftauchen. Kennen wir nur noch eine Sprache, hä? Huh? Völlig klar. Hallöchen. So. Auf geht's. Ja, warte mal, wir können das schon mal vorbereiten, aber Tinker ist noch pinkeln. Ja, der findet uns schon. Hätte das doch mitgekriegt, dass wir dahin wollen. Nee, weiß ich nicht, Mann. Was ist er denn? Er ist bei der Hütte nochmal. Und wenn der Vegas irgendeine Scheiße abzieht, ja, dann wird er auch sofort standrechtlich erschossen. Völlig klar. Vollkommen klar.
Er hat seinen Spaten dabei, der spartet den aber weg. Richtig, der kriegt einfach eine mit dem Spaten. Hey, Schädelspalter nennt man nicht. Und was? Jetzt ist rausfinden. Ich habe gelesen, die Spartaner. Root Devil, du kriegst halt eine in die Schnauze, wenn du ja weiterhin so ein Zeug schreibst. Wirklich, dann komme ich durchs Internet durch und knall dir eine, wirklich. Fool. Wenn ich sowas lesen muss. Den schnappe ich mir. Scheiß Rumgehälte, Mann. Ein Rauschelbart, sich da anzuschließen, seht ihr, was ich sehe? Das spricht nicht für dich, sag ich dir auch so, wie es ist. Weg ist er. Ezekiel. Ja, wir haben uns überlegt, also wenn der Tinker fertig pissen ist, dann gehen wir einfach mal zu dem Vega. Ja, nee, der Vega ist schon wieder unterwegs. Ach, hast du da gerade, oder was? Ich habe ihn auf dem Weg getroffen. Er meinte, solange wir, also wir können das auch später machen mit diesem ganzen, mit der ganzen Kopfgeldgeschichte. Momentan ist es nur Verdacht und ihr könnt euch rausreden. Vor allen Dingen, wenn ihr zum Beispiel den Marshall treffen sollt. Der Marshall ist aber heute unterwegs in Armadillo. Zeigt dem Governor irgendwas. Ja, aber ich meine... aber ich meine, gerade wenn das nur auf Verdacht ist, müssen wir doch auf jeden Fall das Kopfgeld abkassieren, weil da können wir uns einfach wieder rausreden. Amigos, was für ein Kopfgeld? Jack und Bella haben Kopfgeld, wegen der Sache gestern, Verdacht, Zugüberfall. Jeweils 100, Mann. Jeweils 100. Ja, dann gebe ich euch jetzt ab, Junge. Amigos, ja, Vegas meinte zu mir, er ist entweder in Rhodes oder auf Fontenay unterwegs. Und ich würd dann in eurem Namen da einfach hinreiten und ihn dann aufsuchen. Ja, und dann? Ja, 50-50. Ja, und dann stehen wir alle hier so rum, Junge, oder was? Ja, doch nicht jetzt. Naja, das Problem ist, der die Zugleute da auf den Kern spannen will, der ist halt nicht da, ne? Ja. Ja, warte doch, ich höre ihn doch schnarchen, Junge, der wird doch gleich wach, Junge, entspann dich doch. Ich tausche mal eben, da wir heute unter Umständen ein paar Geiseln mittransportieren müssen, tausche ich mal eben Johannes gegen sein Schwesterpferd. Ach, hier, Ihre. Ja, ich komm mit. Komm, du hast noch ein Pferd für mich, habe ich gehört. Absolut richtig. Aber denk dran, dass du auch in Valentine sofort verhaftet werden kannst. Ja, du musst auch in Valentine, du musst rumreiten. Bill, du weißt aber schon, dass wenn das Kopfgeld abgibt, also auch eingezahlt wird, dass ihr trotzdem auf Alcatraz landet. Wie, was meinst denn du? Ja, die Strafe muss ja irgendwie beglichen werden. Und es kann gut sein, dass ihr eventuell trotzdem auf die Insel müsst. Ja, warte mal, auch wenn wir unschuldig sind, oder wie? Das ist die Frage, wie die Sheriffs das sehen. Also Vegas meint in Fontenay sind fähige Sheriffs, wo ihr euch eventuell rausreden könnt. Also das heißt, da könntet ihr uns abgeben, das Kopfgeld kassieren. Ja, und dann 50-50 und dann kann das... Oh, ja. Oh, dann reden wir uns wieder raus und alles ist gut. Ne? Ja, so soll das funktionieren, ja. Okay, aber Not warten wir kennst doch die Sheriffs. Oder du gehst da hin, keiner redet mit dir, du gehst nach Alcatraz. Ja, nee, also Vegas meinte, er kennt drei fähige Sheriffs, die würde er vorzugsweise nehmen. Ja, weil Vegas genau der Typ ist, dem wir vertrauen sollten. Ja, ich sag mal so, wie es ist. Vegas hat Jack den Arsch gerettet. Nachdem er ihn mitgenommen hat und das Geld von den Sheriffs gezogen hat. Oder wir warten, bis der Marshall wieder in Fontenay ist. Der Marshall scheint. Was für Arsch gerettet? Es war ein Fehler in den Akten und von dem hat Vegas profitiert. Ja. Wer hat ihm nicht den Arsch gerettet? Es wäre überhaupt nichts passiert. Er hat sich selber das Portemonnaie gerettet, hm? Vegas ist eine falsche Schlange. Ja, richtig. Hey, den Vegas könnt ihr nicht trauen, glaubt mir, Vegas. Ja. Glaubt es mir, das machen wir nicht. Scheiße. Wir schießen uns den Weg frei, wie immer. Wir, also passt mal auf, wir organisieren jetzt mal, dass ich auch noch auf einem scheiß Pferd sitze und dann organisieren wir einfach die Leute von der Zuggesellschaft ran. Dann holen wir die schon mal hierher. Dann machen wir das. Dann liegen die hier schon mal zwischen dem Wagen. Ne? Ja. Denk dran, Valentine umreiten und auf dem Stall. Ganz genau. Na dann los geht's. Ich bin eben mit Bill in der Stadt. Wir komm mal, Irish. Gleich da. Hier, Billy Boy, was machen die Zehennägel? Die Zehennägel, Mann, denen geht's gut, Mann, die sind fürchterlich eingewachsen. Ich dachte, Johannes hat daran geknabbert letztens. Audi Hau reisen da. Guten Tag. War der das nicht? Das war der. Klar. Das heißt, es muss gleich schnell gehen in der Stadt. Der holt sich sonst seine Dollaris. Ehre, weißt du, wo der Friseur ist da genau in dem Salon? Ja, unten, neben der Treppe. Siehst du, erkennst du am Spiegel an der Wand, Mann.
Warst du noch nie beim Friseur? Nein. So, ich reite da rein hier auf dem Rum. Ja. Wir wollen aber nicht nach Armadillo Forest lang. Kampf. Lang. Was lese ich denn hier? Das reicht mir auch schon wieder mit diesen Brexit-Gamern. Howdy. Hört man, die Typen sehen gefährlich aus da hinten. Ja, mach dich mal hier um die Ecke. Ah, okay, ja gut, so tief war ich jetzt auch nicht drin. So. Wir spielen Red Dead Redemption, Crazy Kid. Ui, das ist aber ein Schicki. Ach du Scheiße. Geil. Ach doch, nein, bleib hier, du dummer Gaul. Hier, die Zügel. Dankeschön. Kannst du dir ja jetzt im Stall abholen. Hole ich mir jetzt auch ab. Den werde ich direkt noch besatteln und dann geht's los, aber. Die beste Ausdauer für den Golden, die man hier fangen kann. Schön, ein Stück davon gefangen. Drecksauer. Ich brauche auch noch mein Gaul hier. Hey, gib mir mein Gaul. Sag mal, ihr habt nicht zufällig noch ein paar Dollar für mich? Wie viel brauchst du? $9.49. Ah, wir haben im Camp. Du schuldest mir noch $20 für einen Gaul. Bäh. Du dachtest, es ist ein Geschenk. Warte mal, ich geh mal zur Bank und guck mal, ob ich da noch was habe. Ja, ich glaube, ich hab da aber auch noch was. Ja, du solltest wieder nicht zur Bank. Ja, gut, gehen da, so sieht's nämlich aus. Holt mal euer Geld, ich darf nicht zur Bank. Halt Maul! Nun, Walkoff. Du bist also der sagenumwogene Walkoff. Bitte, Mann, kannst du mich auch nennen? Bitte? Philipp Walkoff. Ein Scheiß werde ich dich Philipp nennen. Du bist ab sofort Walkoff. Zwei Namen, das ist viel zu viel Hirnkapazität, die ich mir wegnehme, weißt du? Ja, verstehe ich. Schon so ein bisschen nachvollziehbar, nicht wahr? Hm. Aber schön, Walkoff, schön dich dabei zu haben. Mal irgendwann werden wir sagen... Wir haben ihn gerne dabei gehabt, den Walkoff. Wir haben ihn gerne dabei gehabt. Wenn ich Geld holen, warum steht der jetzt so drüben am Markt? Ja, keine Ahnung, Mann. Scheiße, Mann, du bist nicht so unbedingt die Person des Smalltalks, hä? Huh?
Hey, Mann. Nee, ist in Ordnung. Was soll denn die Scheiße, Silke? Sorry. Kölke, du kannst auch kommen. Bist du wahnsinnig? Bill, vertrau mir, der ist gut. Diaz, sag nochmal. Du bist es. Hallo, wie geht's dir? Einen schönen guten Abend, Mr. Diaz. Ja, es war gestern, wir hatten ja die Zusammenkunft. Ich habe sie nur von hinten gesehen und dachte, die Stimme kommt mir bekannt vor. Und auf einmal, war irgendwie blöd. Also, ja. Entschuldigung dafür. Ach, wer weiß. Sachen geschehen, ne? Hm? Ja, kannst du mal was wiederholen, was also. Also mir ist zu Ohren gekommen, dass Wade gestern war bei mir in den Zellen. Und, ja. Naja, er ist, soweit ich weiß, rausgekommen. Aber er soll 1-2 Leute verraten haben. Jetzt stehen 2 Leute auf dem Bounty Board. Jetzt ist meine Mutmaßung natürlich sehr nah, dass er diejenigen Leute verraten hat. Wade Beaver. Wayne Dindle Beaver. Also ich kann verstehen, dass Wade ein bisschen angepisst war, dass wir ihn vielleicht zurückgelassen haben, aber deswegen... Also das ist nur, was ich mitbekommen habe. Ich kann mich natürlich noch umhören nach weiteren Informationen. Also. Ich sehe bei dem auch immer die Option, dass er es einfach nur aus Dummheit rausgegeben hat, weil sie ihn gehopst haben. Hm? Er ist doch sehr lange bei mir in der Zelle gewesen und kein zuständiger Sheriff ist gekommen und ich habe mich dagegen geweigert, einfach die Akte zu schreiben. Es hatte nichts mit der Situation zu tun. Ich schreibe keine Akte mehr, wenn ich nicht weiß, was wirklich passiert ist. Mir egal, was die anderen alle sagen. Das soll der Sheriff machen, der vor Ort war. Ja, sehe ich nämlich genauso. Nur für die Leute einfach mal freilassen, ne? Ja, also. Ja, musst du sagen. 30 Minuten keine Akte geschrieben. Mir sind die Hände gebunden. Da ist die Tür. Herr Beaver. Also ich hatte die Aussage von den Herrschaften von dem Zug. Ich hatte die Aussagen von ihm. Ich hatte keine Beweise, weil ich nicht vor Ort war. Laut Beaver wurde er angeschossen und hat nicht einen Schuss gemacht, war nur neben den Zug geritten. Ich hätte ihn eigentlich freigelassen. Ich habe ihn geglaubt. Na, der Beaver ist auch eine ehrliche Haut. Der Beaver ist eine dumme, aber ehrliche Haut. Sage ich immer so, wie es ist. Hm? Ja, dafür hätte ich meine Hand übers Feuer. Das kann man so sagen, Mann. Das kann man so sagen. Na, dafür stecke ich mein Zähne in die Biebersuppe. Die schöne Nagelsuppe, Mann. Warum steht, oder warte? Du hast, Bill O'Neill heißt du, sie? Richtig. Warte ganz kurz, ich schaue noch, was in deiner Akte steht, ob vielleicht etwas drinnen steht. Dann. Ich habe ein dickes Kopfgeld auf meinen Arsch, aber versuchen Sie es nicht mal einzutreiben. Jetzt noch nicht, Mann, später. Wir haben uns hier nie gesehen, ihr seid 5 Leute, ich kann euch gar nichts machen. Sehr gut, Sheriff. Außerdem kriegt er die Kohle eh nicht. Ganz genau, am besten ist, wenn ihr so ist, der Beaver so ein Kopfgeldjäger? Ich glaube nicht, dass so einer ist. Bill O'Neill, also bei mir steht nichts. Du stehst nur auf den Kopfgeld. Akte wurde keine geschrieben. Das heißt, die wollen auf jeden Fall noch mit dir reden. Schreib doch schon mal was rein. Schreib doch schon mal. Verdacht. Danke ich dir, Mann. Sande. Jetzt fehlen mir halt noch. Wie wird man eigentlich Kopfgeldjäger? 49 Cent. Hat noch irgendwer 49 Cent? Warte, Mann. Warte. Den mache ich schon. Also Kopfgeldjäger, da müsst ihr mit Vegas reden. Ja, danke ich aber, Mann. Bin gleich wieder da. Warte, Ja? Soll ich mal Vegas herholen? Der ist oben beim Sheriffbüro. Ja, hol den ruhig her.
schnell. Schaut euch mal diese Schönheit an. Darf ich vorstellen? Manfred Lensch. Du Drecksau. Stand nicht letztens jemand auf dem Bounty-Board? Manfredo Lensch. Ja. Ein korrupt gewordener Sheriff aus Mexiko. Was hast du bezahlt jetzt für den Gaul? Wunderschönes Gaul. Loyalität und Liebe zu meinem guten Freund im Iren, dessen Namen ich nicht mal weiß. Das ist Frederick. Frederick, gut, das ist gut. Das gefällt mir. Der bleibt hier in den Valentine, oder? Nee, Bill. Ich will jetzt noch raus. Der Vegas will dich bei der Bienenfarm dahin treffen. Aber nicht alle sollen hinkommen. Ich würde mit dem mitreiten. Eventuell noch irgendwie Clark oder so, oder Walkoff oder Frederick. Scheiße, Mann, das klingt nach einer verfickten Falle, da bin ich ganz ehrlich. Der will sich hier nicht treffen, weil da oben beim Sheriffsbüro viele Sheriffs sind und gerade ist einer vorbeigeritten. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich mit euch gesehen werde, dann sieht es auch nicht so gut für mich aus. Ich werde mal durchziehen. Sheriff, ja? Passen Sie auf sich auf. Ja, haben Sie sich wohl, grüßen Sie die Mutti, ja? Ja. Ja, der Dias ist in Ordnung so ein bisschen. Ich muss den mal kurz erpressen gehen. Ja. Naja. Ja, also Vegas würde ich bei der Bienenfarm treffen. Jetzt gerade mal weiterziehen. Ja. Ja, wir waren wir haben gleich wieder so eine... kommen sie wieder. Ich hab Manfred gerade weggeschickt, Mann. Das ist ein bisschen blöd jetzt hier gelaufen. Ich reite kurz bei der mit, Manfred rafft sich gerade noch nicht. Ja. So. Willst du denn zur Bienenfarm oder willst du... Ja, komm, probieren wir es. Warte mal. Jemand hat meinen Gaul geklaut. Komm mal mit hier, kommt alles schön mit. Komm mal mit. Hier rechts von uns siehst du das Haus, oder? Da soll die Bienenfarm sein, da will er sich treffen. Die anderen können ja ein bisschen drumherum reiten. Warum will er sich nur mit wenig Leuten treffen? Ja, Menschentraube, Sheriff in der Stadt. Ja, dann bildet ihr einfach so eine kleine Einzeltraube, ne? In der Distanz. Ja. Sobald da wer rauskommt, der nicht ihr seid, würde. Meint er hier irgendwo? Ist er da? Guten Abend, Senior Kopfgeldjäger. Wunderschönen guten Mittag. Haben Sie schon mal so schöne $100 gesehen? $100 sind noch wenig. Sag ich nicht so. Bitte? Ja. 100? Es geht mir nicht um das Geld. Um was geht's denn dann, Mann? Damit sie sich frei bewegen können und tun lassen können, was sie wollen, ohne dass ihnen jeder Sheriff, der sie sieht, ihnen an den Eiern klebt. Was haben Sie davon? Nix, ich gebe Ihnen die $100, die auf dem Bounty Board stehen, im Voraus, liefere sie ab und dann haben Sie die $100. Mir geht es nicht um das Geld. Mir geht es darum, dass Sie stehen aus Verdacht auf dem Bounty Board, zu 100%. Ich kenne die Akte. Ja. Das heißt, Sie können sich mit Sicherheit gut rausreden. Sie haben doch schon mal mit dem Marshall geredet, oder nicht? Welchen Marshall? Mit Marshall Knox. Ah, Nox! Mit dem kann ich reden. Das bekommen wir hin. Ja. Und der ist nicht mein Amadio. Der ist mittlerweile in Saint-Denis. Dementsprechend ist das Angebot, dass ich sie jetzt obligatorisch fessel. Sie geben ihre Waffen ab. Dann kann ihnen nichts abgenommen werden. Wir reiten nach Saint-Denis. Ich gebe Ezekiel die $100 von dem Bounty Board. Liefer sie dort ab. Ich mache einen guten Eindruck. Und sie kriegen sich da rausgeredet. Sie wollen ein derartiges Level an Korruption an den Tag legen für einen guten Eindruck. Das ist keine Korruption, das ist mein Job. Das habe ich letztens mit Jack besprochen. Weil das Gespräch, wo wir sie hatten in Rhodes, erinnern Sie sich? Ja, da war ich ein bisschen sackig auf Sie, huh? Da waren wir alle und das ist auch zu Recht. Und da war auch ein Jack auf mich etwas stutzig. Aber er hat sich mittlerweile ein eigenes Bild von mir gemacht. Und dem habe ich dasselbe Angebot gemacht und er hat darauf eingeschlagen. Dementsprechend werde ich mit ihm auch reden. Schnellstmöglich. Weil die Sheriffs kamen heute zu mir und meinten, wir jagen sie schon, die O'Neills. Und ich habe gesagt, schön, dass sie meinen Job tun.
Das ist nicht deren Recht, das ist meine Aufgabe. Dementsprechend kriegen sie dasselbe Angebot, wie ich jedem anderen mache. Ja. Ja, aber, also, was essen sie dann, wenn sie jedem sein Kopfgeld geben? Ich gebe das nicht jedem. Ah. Das mit dem Kopfgeld ist gerade eine einmalige Sache. Praktisch so das Kennenlernangebot. Ein Vertrauensvorschuss. Für eine gute gemeinsame Geschäftsbeziehung, wenn es ums Einstreichen von Kopfgeldern geht. So wie ich das richtig verstehe. Und später machen wir dann 60-40 oder so Chancen, ha? Huh? Das bringt die Zukunft. Ich bin ganz ehrlich, ich habe sie für einen Dirnenspross, für einen Hurenbock gehalten. Aber ja, das, was sie hier reden, klingt gerade relativ patent, muss ich sagen. Genau dasselbe hat Jack auch gedacht. Er hat sich absolut vom Gegenteil überzeugt. Gut. Ich meine, dann bin ich ja trotzdem erstmal eine ganze Weile in Saint-Denis, richtig? Ich nehme an, eine halbe Stunde. Aber in der Zeit sind die Sheriffs abgelenkt. Mit ihnen. Gut. Weil anscheinend habe die Sheriffs großen Redebedarf mit ihnen. Lassen Sie das. Können Sie mir einen Gefallen tun und das vielleicht. Und mich das kurz mit meinen Jungs gegensprechen lassen, dass wir das planen können für heute Abend? Je schneller, desto besser. Ich danke Ihnen. Geben Sie mir eine Sekunde. Ich darf ja. Gutes Gespräch, Vegas. Gutes Gespräch. Also hört mal, ich habe so das Gefühl, der will sich so ein bisschen so ein Vertrauen. Neuer Treffpunkt, ich reite hier vorne rechts runter zum Wasser, ja? Ja, ist in Ordnung. Ja. Also ich habe das Gefühl, der Kerl will sich so ein bisschen so eine Geschäftsbasis mit uns aufbauen. Ich gehe davon, also erstens glaube ich, dass er bei Jack rumschleimen will. Aber zweitens glaube ich, dass er mit uns eine gute Geschäftsidee will oder ein gutes Geschäft wittert. Ich meine, so oft, wie wir kriminelle Sachen machen und so oft, wie auf unsere Fressen Kopfgelder ausgestellt sein werden in den nächsten Wochen, Mann, da kann der jedes Mal, wenn er nur 40% von dem Kopfgeld bekommt, wenn er weiß, er bekommt das sicher, dann macht er ein dickes Geschäft. Hm? Ja, ich frage jetzt, wann er das kriegt. Ja, pass auf. Der hat mir gerade folgendes vorgeschlagen. Der würde uns die 100 für mich... 100% im Voraus bezahlen. Praktisch als Kennenlern-Deal. Dann bringt er mich dahin. Ich meine, das wissen wir ja aus verschiedenen Quellen, dass die noch nichts 100%iges haben. Ja? Ja, aber dann bist du eine Stunde weg. Ja, kann schon sein, Mann. Er meint eine halbe. Ich glaube, zweieinhalb. Halbe ist schon hin und zurück reiten. Das stimmt wohl. Naja, und dann ist da keiner und dann müssen die warten, bis der wichtige Typ kommt. Und dann redet der aber noch mit der Frau von der Zeitung. Ja, und dieser Nox, der ist wirklich vernünftig. Ja, der Marshall. Aber bis der da ist und sich um dich kümmert, sind drei Glockenschläge vergangen. Nein, ich glaube, der Marshall hat Interesse. Ich hatte heute auch wieder mit dem Gespräch. Wann wollten ihr das machen? Das ist so ein Jungscher, der Marshall, oder? So einer, der richtig fickbar aussieht. Ja, der sieht fickbar aus, ja. Gut. Wenn Wade dich verpetzt hat, dann wirst du bei Alcatraz kommen. Ja, aber dann steht aber Aussage Chamber. Also bei dem Marshall bin ich mir sicher, wenn Aussage Chamber gegen Aussage O'Neill steht, dann hat. Eine Aussage von Wade ist halt immer noch Wade. So. Ich will mal den Tinker abholen. Oh, Wade war. Ja, holt mal einer den Tinker ab und was machen wir denn jetzt? Wo ist der denn ich hätte gesagt, ich lasse mich einliefern. Damit sind die Sheriffs auch ein bisschen abgelenkt und ihr könnt in der Zwischenzeit euch diese Bahngleisentypen holen.
Was meinte auch Vega? Und dann halten wir die 2 Stunden im Camp fest und du bist ein Alcatraz. Nein. Na, ich brauch die ja nicht. Mir haben die nichts getan. Die haben nicht meinen Esel erschossen. Ja, Wade ist ja nicht mal da. Ja, aber ist Wade nicht der, der auch ausgesagt? Ah, egal. Was willst du mit dem Messer, Clark? Weiß auch nicht. Nochmal, so wie ich hier gerade auf dem Gaul sitze, drückt sich irgendwie so eine ganz schöne Wurst hoch. Mann, wir stehen jetzt gerade nur mit Pferden am Kreis. Ja, jetzt beruhig dich. Einer holt mal den Tanker hier her. Ah, ich bin da gerade arm. Ja, hol mal den Tinker. Ihr seid übrigens alle solche kleinen Drecksäcke. Hol mal den Tinker hierher. Ich wüsste gar nicht, warum. Elendes Volk, Mann. Elendes Volk, wirklich. Ja, also jetzt sollte er auf jeden Fall mal den Tinker hierher holen, ne? Wie kann man da so dreckig sein? Wirklich, die Wölfe sollen euch holen. Ja, Tinker meinte, er wartet im Lager auf uns, aber dann ist das irgendwie ein bisschen mehr eskaliert hier gerade. Ja. Okay, ich sag dem Vega, da muss ich noch kurz gedulden, weil ich eben scheißen gehe. Dann, bis dahin, komme ich dann hier zurück und dann haben wir alle eine Idee. Ja, macht euch mal eine Meinung und dann stimmen wir ab, weil ich bin da echt unschlüssig, Mann. Ja. Oh Leute, ich bin mal ganz, ganz, gib mir eine Sekunde, ich beeile mich. Oh. Mal. Ah!
Eieiei. Das war jetzt gerade eine wilde Geschichte. Kann mir der Vega gleich mal einen Zehner als Vorschuss geben. Scheiße, Vegas! Ich sag mal so, ich hab auf dem Weg hier runter mein Pferd eine Klippe runtergeritten und musste mich dann erstmal ziemlich ausscheißen vor Wut. Ich bin ganz ehrlich, ich hab's gesehen. Ja, das ist ein guter Vorschuss, würde ich sagen. Hören Sie. Ich wollte Ihnen eigentlich sagen, ich gehe kurz kacken, dann beraten wir uns nochmal, weil die Jungs echt drüber nachdenken müssen. Wissen Sie, wir haben nämlich heute noch so eine Kleinigkeit vor. Ja, aber ich sag mal so, ich bin in 5 Minuten wieder hier und dann gebe ich Ihnen eine definitive Antwort. Machen wir so? Los. Gut. Ja, Vega will auf jeden Fall mit uns Geschäfte machen. Seine Motive sind mir noch ein bisschen unklar. Aber auch. Oh Gott, gleich verhungere ich. Scheiße. So. Ah, die Verlorenen sind zurück. Surrender verloren. Company, ah, du bist doch der Verlorene, Junge. Wir haben dich gewartet. Ja, ich habe mein Fertigklippe runtergesammelt. Bin ich auch ganz ehrlich. Ja, Glückwunsch. Aber Mann, dein Esel ist, Mann. Was? Junge, du hast mit Vegas gesprochen. Was ist da rausgekommen? Naja, der würde uns, oder der würde mir jetzt $100 geben dafür, dass er mich abliefert. So als Kennenlernen-Angebot für kommende Deals. Abgelehnt. Für $500. $500 ist abgelehnt, Bill. Wir machen keine Geschäfte. Ich meine, also der gibt mir halt 100% von dem Kopfgeld. Ja, der kann dir das geben und dann haust dir ein bisschen Blei zwischen die Augen. Alles andere ist nicht verhandelbar. $100 ist den Abend nicht wert. Ich kann dir eins sagen, ja. Die Leute denken, dass wir mit Dollars kaufbar sind. Ja, das ist es. Das mag ich gar nicht. Wir sind unabhängig. Vor allem so ein Vegas. Wenn der uns will, muss er uns holen. Ja, der Vegas, der hat mich geschlagen. Der soll arbeiten gehen für sein Geld. Wenn er uns will, soll er uns holen, Junge. Das wird nicht einfach. Gut, dann brauche ich aber erstmal was zu essen, bin ich doch ganz ehrlich. Komm mal her, mein Junge, bleib mal stehen. Lass das mal nicht rumzuzappeln. Das war jetzt aber ein zünftiger Sinneswandel innerhalb von den 5 Minuten, wo ich da kurz eine Wurst in den Scheißbusch gesetzt habe. Ich war nicht mal dabei, da einfach abgehauen. Ich habe oben eine Zigarette geraucht, Junge. Wird er nicht mal gewartet, wird einfach losgaloppiert, Junge. Der Sinneswandel ist eben der folgende. Wir haben prall gefüllte Taschen. Wir brauchen das nicht mehr. Wie prall gefüllt sind die denn, wenn ich fragen darf? $500. Ja, $600. Ja, okay, dann scheiß auf solche Kröten. Aber ganz ehrlich, die 100, die hole ich mir noch. Ja, das hat 30 Minuten gedauert, Junge, für $600. Sag dem Vegas, er soll um 1:30 in irgendeinem Teich stehen. Und ich musste mich nur 3-mal anschießen lassen. Wie? Was werden damit, Mann? Was? Ich gehe jetzt zum Vegas, sag, gut, wir brauchen die 100, dann kassieren wir die 100 und dann legen wir ihn hier hinter das Sheriff Department. Genau, das ist wofür ich rede, Junge. Wir sollten erstmal auf Wade warten, weil bevor wir irgendeinen anderen Unsinn erzählen, hat der noch ein Hühnchen zu rupfen mit den Train Company. Naja, darum geht's ja heute den ganzen Tag. Also dieser Gedanke begeistert mich ja schon seit Ewigkeiten, muss ich sagen. Schau mal, ich hab sogar Manfred Lensch aus dem Stall geholt. Oh, warte mal, wer kommt denn da? Einfach nur, dass ich da jemanden in den Kopf schmeißen kann. Wait!
Ja, ich glaube, Manfred Lenz. Ich bin ganz ehrlich, wenn es das jetzt war mit Manfred Lenz, dann schieße ich dir die Fresse weg, du dämlicher Bastard. Ich bin ganz ehrlich. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Wait, was ist denn da los? Du hast aber heute eine ganz hallige Mundhöhle. Du Drecksau. Kommst du sofort hierher, du! Nee. Das war jetzt gerade zu lustig, da bin ich auch ganz ehrlich. Oh, Leute, wie sieht's aus? Holen wir uns die Train Company oder wie? Ja, die holen wir uns so. Nee, da sind wir hier. Aber lass uns. Ah, du musst ja irgendwo noch einen Klamottenladen. Ich brauch so ein Schnürbeltuch vor meinem Gesicht, Junge. Ja, im Weltraum. Ja, oder im. Sonntag auf dem Weg, Mann. Nein. Gibt's ja eins im Valentine? Dinker, ist super. Ja. Ist im zweiten Regal ein bisschen über die Mitte. Also, ich möchte nur noch mal abschließend sagen, dass ich ein bisschen weine, weil ich hätte den Gedanken, dass ich den ganzen Tag kriminell bin und am Ende noch mein eigenes Kopfgeld zu einem Prozentanteil kassiere, schon irgendwie ganz schön geil gefunden. Aber naja, ich meine... Wir werden heute erstmal der Train Company so ordentlich in Arbeit. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen ehrenlos und scheiße, ehrlich gesagt, wenn man es permanent so durchzieht. Hm? Weißt du... Die Dinge müssen schon ihren Lauf gehen. Das Problem ist, dass diese Kopfgeldjäger sich damit unglaublich viel Macht bei den Marschall zerstören. Ja, das ist es. Verstehen Sie? Die stehen stets im guten Licht, die erkaufen sich Macht miteinander. Hör zu, dieser Typ, Vegas hat mich zusammengeschlagen vor dem Marschall. Sie haben gelacht mit den Händen an den Gürteln, Junge. Er hat meinen scheiß Esel erschossen. Ja, sowas ist es. Verstehst du, Bill? Da geht's nicht um die Dolaris, da geht's um die Ehre der Tinker O'Neill. Ist in Ordnung. Ist angekommen, Mann. Dann würde ich sagen, reite ich jetzt mal nach, oder dann lass uns doch mal zum Schluss reiten und lass dem Kerl das erklären. Hä? Naja, warte, auf, wir machen das ganz mal anders. Wir machen die Train Company kaputt, danach treffen wir uns mit Vegard. Nee, der steht da unten am Fluss. Und dann sagen, liefern wir den Marshall auch. Ja, und dann sagen die, hey Vegas, das geht, wir machen die Handschellen oder was auch immer auf und dann kannst du dir ins Gesicht schießen. Wie schon gesagt, der steht jetzt gerade da unten am Fluss. Ich würde jetzt einfach nur gerne in voller Masse runterreiten und sagen, ist nicht. Ja, warte mal. Kommt, Leute. Gesundheit, wait, Junge. Ja, dann mach doch mal die Tücher hoch. Ja, mach ich dann, wenn ich eins hätte. Können wir noch 2 Minuten warten? Ja, dann hol dir das Tuch. Ja. Also, da ich das ganz rote Tuch habe, bin ich der Anführer. Warum hast du keinen Esel, Mando? Naja, weil wir heute die Train Company machen, Mann. Und ich eine Transportmöglichkeit für Leichen brauche. Hm? Ach so, ja. Weißt du, das ist praktisch... Das ist übrigens Manfred Lenz, mein Einsatzpferd. Hat jemand noch eine Karotte? So, folgt mir! Nee. Ja, warte mal ganz kurz. Wir warten noch auf Tinker. Wir warten auf Tinker. Irish, was schuldig ich dir für den Gaul eigentlich noch, wenn ich fragen darf? Nein, kriegst du geschenkt. Du siehst so arm aus. Ich bin der Anführer. Was hat das gekostet? Weiß ich nicht, $15 einen Brandmagen oder so. Nicht viel. Wer ist dafür, dass ich der Anführer bin? Der hebt die Hände. Der Ira hat Nein gesagt. Ja, die $15 nimmst du dir also wenn du wirklich auf diese $15 bestehst, nimmst du die aus der Tasche raus, ja. Ich hab gesagt, die sollen drin bleiben. Und wollte ich nämlich gerade sagen, ich hab sowieso, ich glaube, alles, was ich habe, sind $15. Alles, was du hast, sind $600, Junge. $600. Ich sag mal so, $600 und seit heute Nachmittag ein richtig gutes Gefühl. Hey, so. Wenn ihr unterwegs seid, irgendwas braucht, ja, Bandagen, Munition, was Neues. Ah, ich brauche eine Bandage. Klamotten oder so. Warte, hier, komm her, ich geb dir eine. Dann geht einfach an die Kasse, gebt aber Bescheid für was, ja. Jack, kennst du diesen Hufschmied in Tumbleweed? Der immer die Pferde schlägt? Na, keine Ahnung. Der ist da. Oh, ich bräuchte ein bisschen mehr Energie. Ja, nimm dir Hühnchen. Ach, ist auch egal, nee, Mann. Nimm das hier, nimm Trockenfleisch, Junge. Hast du Trockenfleisch? Ja, das hab ich noch. Einfach. Ich kann jetzt fettes Fleisch zubereiten. Oh. Endlich, Mann, wir sind reich, wir haben Kohle, das ist geil. Wir haben Kohle, du nicht. Also eben gerade wurde mir von Jack gesagt, der das meiste davon verdient hat, würde ich sagen, mit dem guten EC-Geld, dass
ich $600 habe. Dämlicher kleiner Eselreiter, ha? Huh? 1, du stehst 5 Meter von mir weg, was ist denn das? Komm. Kommst du nicht hoch von deinem Esel, hä? Nee, Mann, sobald der Job gemacht ist, hole ich Johannes sofort wieder aus dem Stall. Der Junge braucht Auslauf, hä? Ja, ja. Wo bleibt der dämliche Tinker? So, warte. Wait, erklär's mal auf. Was ist mit der Company? Die haben dich eingepackt gestern, oder was? Die haben mich dingt. Also, die waren so richtig sauer, weil wir den Zug überfallen haben. Zum zweiten. Ja, beruhig dich, Danny. Danny ist nämlich von Toten wieder auferstanden. Also, auf jeden Fall, die waren so richtig sauer. Und dann war ich verhaftet. Und dann war ich da. In der Zelle. Und ich hab mit dem Marshall über Blümchen gesprochen. Aber auf keinen Fall irgendwelche Namen gesagt, nur mit denen ich sonst immer unterwegs bin. Auf jeden Fall durfte ich dann gehen. Und dann war da irgendwie ein Kuddelmuddel, weil ich weggerannt bin, sind die mir hinterher. Diese Train Company Leute. Und dann habe ich so gemacht. Du hast ihnen erzählt, was deine Lieblingsblume ist, du durftest gehen. Ja, klar. Hey, dann habe ich einen Zug. Dann habe ich einen Zug gemacht. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht noch einen Tisch für deine Picken, weil die erkennt man auch überall, ja. Ja, mach ruhig jetzt, Junge. Auf jeden Fall. Da drüben in dem Restaurant gibt's übrigens eine Fabel. Hallo, lass doch jetzt verdammt nochmal. Ja, lass ihn doch jetzt mal reden, der Typ wartet doch noch mal nicht. Alter, dann hab ich einen Zug gemacht und die waren so richtig sauer, weil ich so gemacht hab. Also, die waren so richtig. Perfekt. Und die waren so richtig, richtig sauer. Und dass ich einfach gehen durfte. Und dann hat er die ganze Zeit gesagt, ich bin ein Bastard. Und ich habe gesagt, nee, ich weiß, wer meine Mami und mein Papi ist. Das ist meine Cousine und mein Bruder. Auf jeden Fall, dann wurde der so richtig sauer, weil ich dann so gemacht habe. Und dann bin ich aus dem Ding, bin ich da vom Sheriff weg. Und dann haben die auf mich geschossen, mich gefesselt. Ich glaube, mir ordentlich in die Schulter geschossen und dann ins Wasser geschmissen. Na gut, dann lass uns nochmal hin. Und Leute. Jetzt ab. Na, wartet jetzt, stopp! Erst geht's zu diesem Vegas, los, der steht jetzt. Keine 10 Meter Nein, in die Ecke. Ja, wir gehen zu Vegas. Los. Zu Vegas. Wo ist der? So, und Bill redet dann. Ja, das geht schnell. Ja, müssen wir nicht alle rum. Das ist eine Ansage und weiter, wir bleiben auf dem Gaul. So, wenn er ein Problem hat, dann schießen wir ihn weg. Und wenn er kein Problem hat, dann schießen wir ihn auch weg. Ganz genau. Ah, der Irre, Junge. Wenn du kein Irre. Sind hier zu dem Scheißfluss runter, Mann. Das ist doch schon wieder. Wo ist denn das? Ich glaube, da geht's hier. Ah ja, hier. Ehrlich? Sieht schon extrem geil aus, oder? Hier war der. Ich habe gesagt, ich reite nur schnell wieder hoch und komme dann zurück. Ja? Vegas! War jetzt nicht so schnell. Den Hintermantel ab. Vielleicht hat er die ganzen Pferde gesehen und hat sich gedacht, I'm out of here. Gut, dann ist die Train Company. Hey, ich denke, das könnte sogar eine Riesenfalle sein. Ja, denke ich auch. Mach dich hier weg, wenn ich da oben hingucke, du, hier kommen wir nie wieder raus. Ja. Naja. Sonne nie oder wohin? Wo ist die? Wait, wo sind die? Gut, Vegas, du hattest deine Chance, Mann. Wir sind hier weg. Wait, willst du hier hinten rauf oder willst du auf deinem Esel bleiben, Junge? Sag mal, Wait, was machst denn du da gerade auf einem Pferd? Ja. Gut. Haben wir noch. Armer kleiner Dani, Mann. Der ist Rumpel, wenn alle losgaloppieren. Es vibriert so geil. Fährt so wie ein Alter, mal dein Maul jetzt da hinten. Ja, wollte ich gerade sagen, lass doch mal stecken.
Komm, Manfred, komm! Geil, der hält, glaube ich, eine ganze Menge aus, hm? Ja. Meine, so einen langen Fullspeed würden die Esel nie aushalten. Nee, die meisten Pferde auch nicht. Wirklich eine Menge. Wait, was machst denn du da oben auf dem Pferd, Mann? Wait, lass den Mann doch mal, der entwickelt sich weiter. Also nach der Aktion sitze ich wieder auf Johannes, dass das klar ist. Johannes? Das ist auch gleich wieder auf mein schönen Eselchen. Aber ich mach mal gerade eine Maniküre. Mani, was? Ja, das ist nämlich Französisch. Mann, Wait, Mann, das ist wie wenn eine Rockerbande die Harleys wegpackt und den Jugular ausparkt, Mann. Hat jemand diese Tabletten von gestern vom Doktor? Junge, ich fühle mich nicht so gut. Es ist Trockenfleisch und nimm eine Bandage. Ah, Bandage ist auch von der Tür. Bandage. Nein, ich habe mich während dem, was ich gerade gesagt habe, gemutet. Ich wollte euch nur ein bisschen verarschen, wenn ich, weil ich meine Sprechweise auf IC gelassen habe. Ich kann das nochmal wiederholen, dieses Huhu. Aha, get trolled. Was geht denn so sauer getroffen? Anhört wie die Zugmaschine, die sie da haben. Oh Gott, ich hoffe, sie sind zu lang. Ja, übernimm mal die Lead-Ihre, Junge, sehr gut. Yeah. Keine Ahnung, wo ich hinreite. Komm, Irish, mach dich mal vor jetzt hier. War die mal nützlich, Junge, einmal im Leben. Hier rechts. Oh Gott, die Brücke, ne? Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Ah. Okay, der ganze Vertrauen. Ah. Hey, dreh mich nicht ab, Mann. Scheiße. Du räudiger Köter. Ja, mein Pferd will mal ein bisschen kuscheln, muscheln, ne? Ja. Audi! Audi! Das war Rufus, Junge. Naja, aber wir haben jetzt was zu überfallen. Ja, der hat uns auch nicht erkannt. Wir haben jetzt hier vor der Nase. Ist schon extrem geil, mit so vielen Pferden hier durch die Gegend zu reiten. Aus dem Weg, Sir. Audi, aus dem Weg, Gesindel, ne? Huh? Du widerst mich an, Junge, ich mag das. Wollen wir hier links schon? Du darfst jetzt einmal richtig fühlen, Junge. Wenn ich dich so anwidere, wie mich deine Stirn anwidert, dann mach ich alles richtig, hm? Ja, wieso hast du das mit meiner Stirn, Junge? Ja, alles gut, die ist schön. Ja, du bist Gildo, auch ist schön, in Ordnung. Ich nenn dich ab jetzt nur noch Gildo. Scheiße, ja. Billy hat euch lieb. Billy hat euch lieb. Und jetzt hier rechts rein. Nein. Einmal durch Roads durch, mal kurz Hallo sagen. Nein. Ja, warum denn nicht? Das wäre aber cool, Junge. Das wäre mega cool. Ich bin da vollkommen bei Tinker, ha? Huh? Wir müssen danach nach Roads. Tinker, ich sag dir mal, aus deiner Familiendynastie wird mal was werden. Du hast den Spirit. Ja, ich bin ja auch ein Anführer, Junge. Ich sag's dir. Eine Autoritätsperson.
Zu deiner Familiendynastie wird man irgendwann sagen, schön. Ja, die werden riesige Häuser bauen, Junge. Aber was ist denn mit dir los, Anjo? Ich hab eine Fliege geschluckt. Ja, ich schluck einfach runter und die Ohren. Die ist aber ganz hinten im Rachen gewesen. Ah, Willi, was? Oh Gott, das will. Ich muss sagen, mir gefallen die Eselgeräusche besser. Nee, die Zuggeräusche fand ich ganz gut. Oh Gott! Das Ding stürzt gleich ein. Nee, das ist gotischer Baustil. Stürzt nicht ein. Was weißt denn du von gotischem Baustil, Demlack? Ja, anscheinend mehr wie du. Der Schule hat mich ein bisschen Dings gemacht. Du meinst, du kennst dich jetzt architektonisch so richtig aus, ha? Ja, da könnte ich dir was erzählen, du. Schön, schön, schön. Sag mal, Alcatraz, was ist denn, was ist denn das für ein Baustil? Ja? Was das für einer ist? Der viktorianisch, Junge. Nee, der viktorianische Tortellin, ihr dummen Idioten. Ja, wisst ihr, was das wirklich Beeindruckende ist? Der Mann hat recht. Wer? Wait. Natürlich hat der recht, Mann. Der saß auf dem Stuhl, seitdem hat er recht bei solchen Sachen. Der reitet nicht mehr weg. Ja, beruhigt die Pferd. Ist ja auch gut jetzt. Hey, Phil! Ja, Mann! Das war der Kirky! Mein Pferd und ich, wir lernen uns gerade noch kennen, ne? Wo hat die denn ihren Sitz genau? Tut mir leid, warum das? Da unten beim Vorhang. Er sieht ja ein Schwerfer bei dir, da heißt Manfredo. Das Ding heißt ja nicht Manfredo, das heißt Manfred. Reiten wir quer durch die Stadt. Naja. Aber wir reiten jetzt da hin und wenn da was ist, Junge, da fliegen aber die Kugeln. So, Wenn er kommt und mir eine Kanone ins Gesicht fällt, dann sage ich, hey Mann, das ist in deinen Ärmen. Eselchen! Da bist du ja. Daniel. Warte mal, du hast noch mehr Gewehre? Daniel, der zweite, klar. Was hast du denn? Ja, wieso was? Wenn auf uns geschossen wird, da geht's gleich zurück. Geehrten Knapp, wenn ich die da geholt habe, du ekligen Dreckschwein. Oh nee, der kommt ja schon wieder zurück hier. Pistol shots ring out in the barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Wir müssen direkt hier rein, kommt mal mit. Wir hängen uns mal. Jawohl. Das ist echt schön hier, Mann. Ich finde das richtig schick. Ich folge einfach nur mal. Sind die da noch? Ja. Weiter geht's. Oh! Hey, pass auf mit deinem Esel, Junge. Alter Scheiße, Esel.
Hört ihr die Glocken läuten? Das ist der Sound. Yeah. Oh, Silence, Junge, jetzt kommen wir. I know what the Zowie friend. I call a real cowie there. I told you how halt das Maul, Wayne. Halt die Fresse. Fühl doch mal die Atmosphäre, Junge. Ich werde okay. Wir haben morgen gleich eine ganze Train-Company. Seh du. Das ist ja eine Wolle, Junge. Kannst du aber mal wissen, Mann. Schuh! Sind alle da? Ja. Ja. Scheiße, das sind echt viele, das wird wunderprächtig, Junge. Kann mal ein bisschen hier Spund aufnehmen. Warte mal. Scheiße, halt du mal lieber die Zügel fest. Mach Zügel, wenn man einen Revolver hat, Mann. Das wollte ich nämlich auch gerade was sagen, ne? Die Lampe ist nicht an, Mann. Warum reitet er zurück? Hat uns ja, gesehen. Wo geht der Sheriff wohl hin? Alles klar. Und so begab es sich, dass in einer Stadt. Habt ihr gehört? Sheriff hat uns gesehen, ist zurückgeritten. Jetzt kommt er mit Verstärkung wieder. Macht euch bereit. Waren wir noch, Billy? Wir hätten so schön $100 machen können mit der Sache. Du hattest Glück, du verdammtes Glücksschwein. Hast du gehört? Der Sheriff hat uns gesehen, ist gerade zurückgeritten. Holt jetzt Verstärkung wahrscheinlich. Hoffe ich mal, dass er die Kavallerie holt. Also dann suchen wir Deckung. Ja, dann schicke ich erstmal mein Gaul weg. Ja, das ist eine gute Idee. Ich meine, wir können uns auf eine Road zurückziehen und gucken. Also wir können Wades Kopf auf die Bahnschienen legen und gucken, ob wir da Informationen rauskriegen. Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt entscheiden. Ah, dann ab nach Road erstmal. Gucken, ob die Dreckschweine da sind. Kurz mal einen Verband anlegen, Junge. In einer Stadt, in der jeden Tag mehrere Züge fuhren, fuhr an diesem Schicksalstag kein Zug. Fahren wir noch ab nach Rodes, Amigos. Ja, los, auf geht's. Füttert eure Pferde. Kommt nicht mehr. Kann aber sein, dass sie hier irgendwo in der Stadt rumlungern. Würdest du jetzt die ganze Stadt absuchen? Ja, kommt mal mit. Einmal nur hier oben. Ja, los, wir suchen eine Runde die scheiß Stadt ab nach diesen Rüfen. Bleibst du vorne, dann reite ich ganz hinten, dass wir alle immer dazwischen haben. Ja, sehr gut. Verlieren. Das ist eine gute Idee. Dass wir was dazwischen haben? Dass immer mehr dazwischen ist. Ah, sieh. Göcki, deine Ehefrau sucht dich. Ja, die Verrückte, Junge. Wollt mir eine Fresse hauen? Die hat mir halt eine Fresse gehauen. Ein bisschen Fahrt aufnehmen. Wir suchen welche, Junge. Wir sind gerade ein bisschen im Dings, Junge. Hast du die von der Train Company gesehen? Das klingt ja auch uiuiui. Das ist ein guter Klang hier, Mann. Gefällt mir. Ja, er schießt das Pferd tot. Wartet mal, wir haben den letzten Mann verloren. Stopp. Langsam weiterreiten. Einfach langsam weitertragen. Da gerade stopp gesagt. Ja, Billy, Mann. Billy, der Boy.
Wie sollen wir die nur finden hier in dem Chaos? Ja, so unmöglich. Jetzt schön alle zusammenbleiben. Können wir einfach mal im Saloon schauen. Ja, deswegen, aber das geht nur zusammen. Ja, aber zu Saloon ist Dings, ne? Italiener. Ja, wir gehen da rein und fragen, ob die da sind. Ja, genau, aber ohne Maskierung. Da ich muss mich jetzt erstmal, ich muss hier hin. Zack. Jetzt kommt später vielleicht. Ja klar, wir hören uns. Wenn ihr die Italiener nicht provozieren wollt, müsst ihr eure Tücher runternehmen. Dann muss ich also doch mal rein. Buongiorno. Buongiorno, wie geht es Ihnen? Oh, Scusi. Buongiorno. Gut, und Ihnen? Ah, muy bien. Jetzt raff dich, Manfred. Mensch, Billy. Ja, warte mal, Manfred. Hier, Manfred, können Sie uns weiterhelfen? Wieso kannst du denn? Die Herrschaften von der Train Company, haben Sie die gesehen? Sehr viele Personen dahin gelaufen sind. Oh, am Stuhl schon wieder. Nee. Ah, wer ist denn nicht mal der Glückliche? Nein, weiß nicht, der hat eine Gefängnis-Outfit anziehen. Oh, muy grande, alles klar, danke Ihnen, gracias. Ich danke, ja. Dann wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Tag und danke Sie, Herrn Giangretto, dass Tinker und O'Neill nochmal vorbeikommen wegen dem Gespräch, wenn Sie ihn sehen, ja? Machen wir, perfekt. Gracias. Dann viel Glück, Sie bei der Suche. Ja, danke Ihnen. Arrivederci. Arrivederci. Ja, da wird gerade einer auf den Stuhl gesetzt. Blackwater. Ja. Und da sind wohl ganz viele hingepilgert. Nee, hier um die Ecke ist doch auch ein Stuhl, oder nicht? Ach so, dann pilgern wir da mal hin. Ja, meinen Sie den Stuhl hier um die Ecke, Ma'am? Oder nee, wenn Sie jetzt in die Richtung reiten, Richtung Pub, und da ist dann der Stuhl, sehen. Ah, Sie sehen, dann stimmen wir jetzt eine ordentliche Runde ab, ha? Wir haben schon wieder wenig. Buongiorno, die Herren. Schönen Abend Ihnen noch. Ja, so. Nee, haben wir nicht. Alles gut. Okay. Oh ja, ich spüre schon, dass hier ziemlich viele hingebildet sind. Ah, ja, ich spüre ein Beben. Die ganze ich Bewegung. Ich spüre gar nicht. Jetzt spüre ich. Schnüffelt dich ja hoch oder runter? Ja, hoch, amigo. Ah, da kommen die Sheriffs. Oh. Hi, sind schon mehr als wir. Also, ja, sollte es Ärger geben? Regroup in Rhodes, richtig? Ja, sie. Ja. Rhodes an der Kirche. Ja, genau, an der Kirche. Also, warum sollten wir jetzt mit den Sheriffs hier ärgern? Nein, man. Wir gucken jetzt, bis sich das aufgelöst hat, und dann holen wir die von der Train Company. Das ist doch nicht doof. Ja, weil wir stehen hier gerade ein bisschen doof. Die gucken ja, wo ist denn der Rest? Wir waren noch viel mehr. Nee, einer ist gerade... Scheiße gegangen, länger. Ja, hör zu, wir werden ja gesucht, ne? Deswegen sollten wir da vielleicht nicht ohne Tücher drüber. Guck mal, die kommen jetzt hier mit Gewehren. Ciao. Ja, lass uns weggehen, die kommen schon mit Gewehren und kein Bock immer. Das ist der Marshall, ich sehe den Mann. Das ist der junge Fickbare. Ja, das ist der Fickbare. Da sind einige dabei. Hey, traben. Ja, warum bleibt denn dein Bruder stehen, Junge? Ach, jetzt macht Jack wieder so eine Solo-Aktion, Mann. Ja, sehr gut. Hol die Jungs wieder, hol sie alle wieder. Umdrehen. Umdrehen, da steht der Marshall. Das war's für heute Abend. Ja, das ist das. Ja, wir sind in der Train Company. Train Company? Das ist die falsche Seite der Stadt. Die Gleisen sind in diese Richtung. Ja, wir haben nur gehört, dass da wohl jemand hingerichtet wird. Ach so, ja. So ein paar Schaulustige. Richtig, wurden hingerichtet. Ja. Eine da stehen Person. Sie, man erzählt sich herum, dass gestern ein kleiner Mensch ohne böse Absichten am Hafen eine Kugel sich gefangen hat und danach ins Meer geworfen worden ist. Oh, das höre ich nicht gerne. Ja, welcher Mensch war das? Ah, das war ein Unternehmer, wissen Sie, Steuerzahler, der aufrichtige Menschen der Train Company, ja. Okay, ja, okay. Nee, und von wem wurde der? Crazy Kid ist jung. Crazy Kid ist einfach jung. Die Beschreibung ist recht mäßig. Schwarzer Mantel, lang,
Schwarzer Mantel. Gut bewaffnet. Rain Company. Ah, ja. Aber wir haben keinen Hass mit Ihnen, Sheriff. Richten Sie ruhig weiter Menschen hin, nicht wahr? Ja, das ist meine. Oh, ich liebe es. Oh, da kribbelt es mich beim Mund und zum Körper, verdammte Scheiße. Ja, mich auch so ein bisschen. Ich wollte es mir auch gerne anschauen. Ja. Aber Sie wissen, wie es ist, nicht wahr? Gut. Wissen Sie, wir machen das so, okay? Sie hauen jetzt hier ab. Ansonsten nehme ich Sie alle fest. Das ist ein fairer Deal. Gut. Weil Sie haben die scheiß Tücher im Gesicht. Und ich glaube nicht, dass Sie in friedlicher Absicht hier sind. Ja, Ihnen gegenüber sind wir in absolut gänzlich friedlicher Absicht, Sheriff. Wir sind absolut friedlich hier, Sheriff ich Knox. Ich sag Ihnen nur was. Lassen Sie sich nicht nochmal mit den scheiß Tüchern hier ein zweites Mal erwischen, okay? Arsch, ich sag Ihnen was. Wenn die Uni jetzt nicht in friedlicher Absicht hier wären, dann könnten Ihnen die paar Sheriffs da hinten auch nicht helfen. Ach, doch, glauben Sie mir. Die paar? Und ich hab noch viel mehr auf Lager. Na, ja, dann bringen Sie die lieber. Ja, wollen Sie das? Wollen Sie das? Ja, Jack, jetzt müsste man halt auch schnell wieder aufsteigen können, ne? Sonst sieht's scheiße aus. Ich wollte sagen, Jack. Ja, das ist natürlich jetzt auch eine sehr... Kleiner Jackie Boy, was ist denn los? Ach, so wird das hier gemacht. Ja, wissen Sie... Mein Bruder hat das nicht mit der Pferdplatzierung so gut drauf. Aber ich laufe einfach. Wissen Sie, ich kann laufen. Ja, ich laufe einfach. Er läuft sich rein kurz hinter Sie, ja? So, ja, gut, wir gehen dann mal. Tschüss, schönen Abend noch. Verzieht euch aus der Stadt, okay? Ich sag's euch einmal, das ist ein Haltung meiner Rat von mir. Du darfst nicht mit deinem Pferdchen so nah an mich ran. Gut. Sonst kann ich nicht aufsteigen. Steig dann rauf, Junge. Wäre schön, wenn du uns nicht beim Vornamen nennen, verdammte Scheiße. Ja, beim Vornamen nennen vielleicht nicht so die geile Idee, Bill. Scheiße, wenn du noch einmal sagst, ich soll mich verziehen, dann gebe ich ihm eine Ladung Schrot. Ja, du hättest unseren Namen eh gesagt. Du hast gesagt, wenn die und Nils hier wären, werde ich schon lange, wenn wir was wollten oder so, nicht Stress wollten. Lass mal ein bisschen schnell runter zur Trend-Scheiße da und dann ab nach Road. Ja. Yeah. Mach mal ein bisschen Avanti, ja? Lass dir nicht provozieren. Ja, Leute. Guten Abend, Lady. Sind nur Passagiere. Dann ab nach Road! Warum fährt denn kein Zug heute? Ich glaube aus Gründen, Mann. Ich glaube, nachdem die dich gestern umgeratzt haben, ja? Ist denen gestern aufgefallen, welch mächtigen Mann die da in den auf die Bretter geschickt haben. Und deswegen haben die entschlossen, dass die heute mal alle freimachen und sich zu Hause in ihren Keller setzen und sich einscheißen. Meint er? Ich glaube, so war das. Der mächtige Mann. Ich bin Wade. Ja, das bin ich und du stehst ja bekanntlich unter meinem Schutz. Ne? Weil wir ja beide im Eselclub sind. Musste da auch mittlerweile mal klar sein, White Chapel, ja? Ich bin White Beaver! Naja. Alter. Crazy Kid, ich werde dich hier wirklich gleich... Also, ich werde dich echt gleich timeouten. Also, wenn du jetzt hier schon mit Discord-Kontakten angibst, es reicht jetzt. Es reicht jetzt. Dein Papa ist der Bruder von einem meiner besten Kumpels. Und das war's. Es reicht jetzt hier, wirklich. Was soll denn das? Um dich mal kurz auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Meine Fresse! Meine Herren!
Es Abstand kann nicht halten. Wahr sein. Darum mache ich das, dass ich sehe, dass ich Abstand zueinander halte. Ja, dann würde ich sagen, echt? Einfach mal nicht schreiben und einfach mal ein bisschen observen. Das wäre das wär nicht schlecht. Ja. Wir müssen gucken, vielleicht heute muss doch ein Zug fahren. Nee, nee, heute wird heute wird kein. Heute bleibt die Schiene kalt. Heute bleibt die Schiene kalt. Good old Rhodes. Rhodes ist schon wieder komplett leer. Guten Abend. Habe ich ehrlich gesagt direkt schon wieder Bock, Rhodes zu meinem zu machen, ne? Was willst du? Manfred, pst. Wir brauchen jeden Mann und jeden Kreuz an unserer Seite. Wir sind besonders bei der jetzigen Situation wie diesen. Du hast recht. Ja, ist auch nicht böse gemeint. Nächstes Mal wird's besser gemacht. Ja, du hast recht. Taugst du doch sowas, Twinker. Warte, ja. Warum stehen da 6 Leute neben dem Esel? Ist das Wade's Esel? Keine Ahnung, weiß ich nicht, Mann. Schön, dass ihr mir den Rücken gestärkt habt da hinten. Ihr Vollidioten. Ich hab dich gar nicht gesehen. Was ist denn das? Ich hab darauf hingewiesen, dass dein Esel steht. Ja, ich dachte mal, Wade. Gut, also Leute, was machen wir denn jetzt? Ich weiß keine nicht, Ahnung, wir wurden einfach verjagt, Junge. Jetzt sind wir nach Rhodes gegangen und tun was? Ja, ey, hör mal zu, dein Kollege, dein Date hier, der Vegas, stand an dem Salon in Saint-Denis, Junge. Hab mit den Italienern geredet. Das gibt's doch gar nicht. Was ist mit den Händen? Habt ihr heute mal einen Zug gesehen? Nee. Nee. Ja, den ganzen Tag schon nicht. Ach, komm mal. Mit wer ist denn das da beim Werkzeugladen? Keine Ahnung, was das für sind das Sheriffs? Nee. Also ich bin ganz ehrlich, wenn die es nicht hinkriegen, diesen Ort hier mit ein paar Sheriffs auszustatten, dann übernehmen wir das. Ja. Hallo, kein Problem, der Rächer von Rhodes, Morrhäuser. Oh, scheiße. Das Lasso der Gesellschaft. Da oben auf dem Dach, oh mein Gott. Schieß den runter, sofort! Schieß den runter, Jungs. Scheiße, oh Gott! Scheiße, Morro, bist du das? Ah, das ist Mo, Junge! Mensch, Mo! Nee, wer ist das? Scheiße! Das ist Morro. Ja, Scheiße! Scheiße, der ist ja so zermatscht! Passen Sie auf sich auf! Der ist ja kaum wiederzuerkennen! Man würde die Gedärme steigen! Ich wundere, dass er doch in einem Stück ist! Sie Leute, ich hab noch Waffen einstecken. Ich bin Ärztin. Hasta luego, machen Sie es gut. Leute, ich hab hier noch so einen Hutkarton. Da passt er jetzt rein. Und ist hier einer von der Train Company dabei, der kriegt gleich eine Kugel. Ist der immer noch Train Company. Die sehen aus wie einer von Train Company oder was? Nee, sie sehen aus wie hart arbeitende Männer und Frauen. Steh auf, Mann. Senor ist schon am Muschel, ne? Ja, genau. Wer von euch trottet denn von der Train Company? Ich bin der Rächer von Rhodes. Wer sind Sie, Sir? Ich bin der Rächer von Rhodes, das Lasso der Gesellschaft. Also Sie sind von der Train Company. Ach, ich weiß. Ach, Leute, scheiße, wir sind das. Nee, kommt mal her jetzt bitte. Kommt her, kommt mit. Wo ist denn Jack schon wieder? Der ist reingegangen und scheißt, oder? Jack ist, glaube ich, am Feuer und wärmt sich oder so. Das ist ein Bill. Nee, ist weg, Junge. Nee, der ist da gerade in die Bank gelaufen. Wartet mal. Ah, Solaris wegpacken, Junge. Jack! Scheißt der hier irgendwo? Jack, runter von dem Klo, Mann. Das ist für Angestellte. Ah. Okay, hört mal. Also, die Train Company zu finden. Da gibt es eine ganz einfache Methode. Das machen die Sheriffs auch. Ein Kopfgeld. Ja. Ja.
Ach ja, wie wollen wir das nehmen? Ah, für $80 auf die Train Company. Auf die Mitarbeiter. Und dann sollen die uns die einfach bringen. Das ist aber ganz schön viel Solaris, Junge. Ja. Wir haben doch 600, dachte ich. Ja, ja, aber wir haben alle noch kein Gewehr. Ja, wir brauchen große Winchesters, ja, Junge. Das Geld ist für Gewehre. Ja, wir brauchen für 10 Leute Gewehre. Das sind $2000. Ja, ich brauche jetzt nicht unbedingt eins. Ich habe meine Schrotflinte, Junge. Aber ich verstehe den Punkt, den du hast. Also, wo ist denn deine schlüssige Bruder? Wenn, müssen wir gucken. Blackwater, Ennisburg, Saint Denis oder Rhodes. Irgendwo da sind die Arschlöcher. Ganz einfach. Ach, ach. Howdy, was ist mit aber dir? Aber wait, scheiße, noch eins. Ich werde doch jetzt hau nicht... Hau ab, so! Ach du Scheiße, oh Gott, er hat eine Fackel, wait. Schnauze, voll hier. Also. Ja, ey, werf den... Ja, niemand, werf den mal hinter die Bank, Junge. Also. Ich weiß. Ah, das war ein Landstreich, so verstehe. Wenn, torkeln die auch irgendwann heute noch in Saint Denis rum. Ja, die werden wir finden. Oder in Blackwater, Ennisburg. Das sind die einzigen Dings, wo die Arschlöcher sich rumtreiben, Mann. Ach. Scheiße, Blackwater. Mann, aber das ganze County abreiten ist so unglaublich ineffizient und langweilig. Ja. Bin ich ganz ehrlich. Ja, stimme ich zu. $100, auf denen ihre fressen und fertig ist. Ja, wird immer mehr, Junge. Ja, das kriegst du aber nicht hin, da einfach $100 auf die zu setzen. Natürlich, weil die kein einziger Schwanz hochnehmen wird. Meinst du, weil die alle so, hä? Ja, da musst du ja zu einem Sheriff rein. Leute, wir machen das anders. Wir holen uns, wenn die wieder fahren, den nächsten Zug, nehmen eine Geisel und erwarten, dass sie dann herkommen, persönlich. Ich glaube, hört mal, ich glaube, die haben so einen Urin, wo die einfach wissen, scheiße, wir haben, oh Gott, was haben wir... Die standen gestern um deinen leblosen Leichnam und haben gesagt, oh Gott, wir haben Wade Chamble umgelegt. Beaver! Beaver! Der wird uns holen kommen. Dieser Beaver wird uns holen kommen. Ja, wir Beaver, sollten lieber heute und morgen und vielleicht auch noch übermorgen einfach die Gleisen mal kalt lassen. Hm? Ja, aber das, ich einfach mal entspannen. Was wir also machen müssen, einfach warten, bis wir wieder diese schönen Vibrationen hören, ja? Ja, und dann holen wir uns einen diese Zug. Schöne, und dann sollen die uns den Chef ausliefern. Richtig, diese schönen Gleisvibrationen. Und dann machen wir das auf spontaner Basis. Aber ich reite jetzt bestimmt nicht das ganze scheiß County ab. Die kommt zu uns. So, was jetzt? Pass auf. Wir werden auf jeden Fall von den Marshals und Sheriffs gesucht, weil wir einen Knast müssen. Ja. Hundertprozentig. Was wichtig ist, wenn wir auf der Insel sind, wir machen da eine Flöte. Wir brauchen auf jeden Fall ein, zwei Boote. Also, das geht nicht. Boote, ja. Also was, ja, und außerdem geht das nicht, Mann. Die rudern das auch ab, die rudern dich sofort zurück, wenn du am Ufer ankommst. Kannst du vergessen. Ja. Yeah. Meinst du? Ja, yes, also, ich meine, ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen, also, ich muss mich fragen. Einerseits wird mir gesagt, wir machen keine Deals mit Vega, wo wir einfach $300-$200 verdienen könnten. Oder wenn wir den eben abziehen, keine Ahnung, ja. Weil wir Geld wie Heu haben. Und dann sage ich, wir wollen ein Kopfgeld ausstellen, aber dafür haben wir dann kein Geld. Hat keiner deine Kopfgeldsache abgelehnt, Junge. Was ist denn mit dir, Willi? Natürlich, fünf Leute haben gesagt, ja, aber das ist zu teuer. Weil nichts zu sagen haben, was das Geld angeht. Das Problem ist, du musst zu den Marshals rein. Das muss doch ein inoffizielles Kopfgeld geben. Wir gehen zu den Bricks und die holen uns die. Das wollte ich jetzt gerade mal sagen. Bist du bescheuert, Champel? Wir wollen das, bitte! Ja, verdammte Scheiße, Beaver. Soll ich dir den Namen reinprügeln, Junge? So, hör mal zu, wir gehen. Jetzt pass mal auf, so! Na. Ich hab eben nichts verstanden! Weil ihr in eure Scheißtücher so reinschält! Also, jetzt hör mal zu. Es geht doch darum, dass der Billy hier mit der hohen Stirn. Warte. Billy mit der hohen Stirn will ein Kopfgeld aufsetzen auf die Train Company. Finde ich persönlich gar nicht so eine schlechte Idee. Ja, Mann, wir brauchen mehr Leute, die nach denen suchen. Ja, das ist es! Und wir sagen, der uns den bringt, der kriegt erstmal 50 Dollar. Sagen wir 80 und gehen auf 50 runter, weil wir finden schon guten Grund, Junge. Wenn ihr uns den her, ne? Ja, schönen guten Abend. Ah, das ist der Mann von dem Saloon, Junge. Howdy. Ey, wollt ihr euer Gespräch in meinem Saloon fortsetzen, ne? Beim kalten Bierchen. Ja, das machen wir.
Oh, kommt gleich rauf, ja, gell? So, ich hau mich auf die Schnauze. Macht's gut. Ja, schönen guten Abend. Achtung, nichts nutzt. Ist es nicht schön, wie wir einfach 2 Stunden nichts gemacht haben gerade, weil wir einfach Wild Champion hinterherlaufen? Verdammt nochmal. Ja, ja, ja. Association da ist. So ist es. Verloren, Junge. Das ist hier nur noch so ein. Ach, Jaycone. Also dieses für Arme finde ich ja auch immer so ein bisschen sehr herablassend. Also für Arme sage ich, wenn ich Leute ins Markt triggern will, Level 100. Du kannst lang rufen, geh. Du kannst lang rufen. Ihr wollt mich doch verarschen. Ja, immer wenn der hat 2 Sätze gesagt, sofort. Ich weiß nicht, könnt ihr mal einen Notruf absetzen? Also für Arme. Für Arme. Nee, nee. Herr Jemini, Leute. Ja, erzähl bitte dem Mann nicht unsere Pläne. Ach so. Oh, schöne Musik, Junge. Und gleich rein, Männer, geh, mach durch. Ja, wie du es meinst, scheißegal. Ja, ja. Es geht darum, wie es klingt. Die Tücher ab, wenn wir da reingehen. Außerdem nehme ich mir Kritik von Nonsubs überhaupt nicht an. Ich habe das schon mal geschildert. Du kannst viel schreiben, wenn der Abend lang ist. So, ich gehe direkt mal oben kaufen. Schön, dass du uns das mitteilst. Gerne. Muss auch diskreter sein, mein Freund. Jetzt wird die Stadt pinkeln, oder was? Jaycone ist der Jake Horner für Arme. Scheiße, den finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. So, pass auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh Scheiße. Oh, fütter ich jetzt ist meine Zigarette, ach Mensch, runtergefallen, voll in den Knappe. Sag's nur eine, ich hab auch Zigaretten da, gell. Ja, das ist da, Lermin. Was Ding vom Kopf, Billy? Oh, die Herren. Ja, ich stelle das jetzt alles einmal daher, gell? Oh, Bütchen. Ja, gracias, was ist denn das, amigo? Das ist ein Kräuterschnaps, gell? Aus eigener Herstellung. Oh, bayerischer Bärwurz. Ja, ja. Und dann habt ihr noch ein schönes Weizenbier, gell? Da danke ich, Mann. Ja, lasst euch schon schmecken, wer seid denn überhaupt, gell? Ich hab mir alle rote Tücher auf, ja, leck mir mal. Na, ich glaube, wir waren noch einfach sehr, 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 sehr
Wo ist oben, Männer? Wo ist Tofi? Was mit dir? Hast du schon was bekommen? Ja, du hast mir noch was gegeben. Hast du schon ein Bierchen in der Hand oder nicht? Am einfachsten Effizienz ist es, wenn sie warten, bis jetzt ja, naja, das habe ich jetzt, das habe ich ja schon gesagt. Einfach wieder warten, bis es. Aber ich meine, dann müssen wir doch jetzt mal irgendwas anderes machen, verdammt nochmal. Prost, Männer. Auf die Association oder wie auch immer das heißt, gell? Wer ist das Maul, wenn ich rede? Was hast du gesagt? Nix, Prost, ja. Prost! Mach mal, Sigi. Okay. Ja. Wie sieht das eigentlich bei dir aus? Hast du auch Räumlichkeiten, wo ein paar engagierte Gentlemen sich vielleicht mal ein bisschen zurückziehen können? Ja, gut, ich kann für euch natürlich mal die Terrasse oben sperren, gell? Kein Problem. Und geht jetzt da hoch? Für die Zukunft, wissen Sie, wollen Rhodes ein bisschen beleben und. Ding ist halt, wir sind nicht überall so gerne gesehen, nicht wahr? Ja, aber bei mir ist jeder gerne gesehen, gell? Mir ist das scheißegal. Ja, und wenn ihr da ein privates Treffen habt, ne? Natürlich gut trinkt und gut esst bei mir, dann sorge ich dafür, dass ihr nicht gestört werdet, gell? Ganz klar. Ah, das ist genau, was wir wollen. So sieht es nämlich aus, Boss, ne? Dann könnt ihr euch hier oben im ersten Stock austoben, am Blackjack, ja, am Roulette. Oh. Und könnt einfach mal Männer sein. Ja. Wir zahlen für die Nacht $400. Okay. Nee, mache ich euch eine ganze Woche. Ja, sag ich da. Machen wir nicht. War das jetzt ein mündlicher Vertrag oder was? Nein. Bezahlt. Der Mann ist unzurechnungsfähig. Hören Sie nicht auf den. Alles, was der sagt und was mit Geld zu tun hat, ist nicht. Dem Mann hat der elektrische Stuhl das Stammhirn gebraten, Mann. Ach, du Scheiße, seitdem hat er eine Inselbegabung in Sachen Architektur und Allgemeinwissen. Aber der ist komplett wahnsinnig, wenn es ums rationale Denken oder um Zahlen oder sowas geht. Ne? Ich sehe es in seinem Blick irgendwie, schaut nämlich ganz komisch an. Ich weiß nicht. Aber da steckt trotzdem was dahinter, glaube ich. Ja, der mag sie. Machen sich keine Sorge. Oh, nee. Warum um Zahlen? Das verstehe ich nicht. Du hast gerade $400 in den Raum geworfen. Scheiße. Ja, klar, 400. 400, dann. Ja, wir sind 8 Leute. Wenn du das durch 8 heizest, bist du bei 50. Und dann nimmst du das auf 7 Nächte, bist du bei 350. Und dann nimmt man da noch einen Prozentsatz von. Keine Ahnung. Scheiße, der ist 5%, das sind wir bei 35. Doch kein Problem. Für $400 ist das, was aus Tinkers Stier kommt. Oh. Ja, wie gesagt, wenn du was nicht sagst, du mir Bescheid, Mann. Dann kriegt ihr das obere Stockwerk. Ja? Dann stelle ich da zwei Leute ab, dass da keiner rauf und runter geht. Ja, die ging aber nicht. Da ist er ja mit. So dunkel hier in der Ecke. Gut. Ist nicht ein bisschen was in Essen. Ich bin nicht Kirky, ich bin der Rascher von Rotz. Morro. Na. Wenn das Lasso. Mo, sagt er. Mo! Lasso der Gesellschaft. Ich bin den der Kettel. Ich bin auf der Bank. Du, ich glaube, heute ist ein trauriger Tag für Moro. Warum denn? Das ist der Tag, an dem wir keine Witze reißen sollten, ne? Ich hab hinten einen Eimer aus Eisen, den ich mir aussetzen kann. Ja, wunderbar. Ja, von Rot. Wo sind die ganzen Leute? Seit er von der Bank gefallen ist, Mann. Das ist ein Vordenker. Ein Nachtinker. Finger und gearbeitet. Was sagen Sie, Sir Sigita? Oh, ist gut, ich nuschel manchmal so in meinem Bett. Ja, ist in Ordnung, ich auch. Dummes Arschloch. Jeder haben da auch einen Drecksau. Wie sieht's denn aus? Wir müssen auf jeden Fall nochmal. Könnt ihr mal die Ohren zuhalten, Sir? Ja, wir müssen heute auf jeden Fall nochmal. Bang, bang. Ja, komprende? Draußen geht der Punk ab, die Sheriffs sind hier. Ja, mach die Finger hoch, Junge. Auf die Tücher hoch, raus hier. Ihr wart nie hier. Das ist der Mann, den wir brauchen. Ja, dann gehen wir hoch auf die Terrasse. Wollte ich gerade sagen, wir haben hiermit die oberste Terrasse gemietet, wa? Ja, habt ihr gemietet, richtig. Ja. Fängt aus. Den Mo, habt ihr ein bisschen unter Kontrolle? Ich bin nicht Mo. Moro, meine ich doch. Ein bisschen Auge drauf. Oh, ach, du bist zu smooth. Ja, warte mal.
Ja, ein bisschen, ja. Ja, Wade Chamber, da, lieber, das ist ja wieder wirklich prima gelaufen. Ah, du kannst mich doch am Arsch lecken! Hier, du beschützte Arschloch! Ah, bist du, hör auf! Du hast ihm ins Herz geschossen. Ja, na klar. Das arme Schwein, Mann, das rennt da rüber, jetzt stirbt da irgendwo im Busch. Das kann doch nicht wahr sein! Scheiße, kannst du nicht einfach diesen Mann da... Ah, da kommt er schon. Howdy how! Oh, er läuft da immer noch da hinten bei der Schneiderei. Der kommt wieder zurück, Wade. Der ist doch verrückt. Also, was hab ich denn da für einen Ballermann? Ist das eine Wasserpistole oder was? Wie ein Gnadenschuss oder so, keine Ahnung. So, ihr da unten. Ihr armen Irren. Das ist Tinkertown. Ach, ihr habt hier nichts mehr zu suchen. Das brauchen wir und nichts mehr zu melden. Aber Tinker ist nicht mehr hier. Okay, ist mehr als ich dachte. Alter, war das jetzt so durchdacht? Ich bin mir nicht sicher. Jungs. Also, jetzt sind wir, glaube ich, am Arsch. Ich sag euch, wie es ist. Ich geh nicht im Bau. Hey, pass auf, jeder, der hier reinkommt, den nimm mal als Geisel. Bist du bereit oder nicht? Oder bist du noch am Nachdenken? Will, nimm doch dein Torbrauch, Junge. Was ist denn los mit dir? Achso, ja, mach ich. Sag mal, Digga, welche Musikleiter machen da drinnen? Also, dass du immer sagst immer, ich bin so richtig strunzendoof, aber klüger bist du echt nicht. Ja, das sind immer sogar. Moro, Mann, ey, Moro, Digga. Kein Schritt weiter! Hey! Amigo! Was ist denn hier jetzt? Der Salon ist geschlossen heute. Das ist das Weinpacken. Das war aber ein kurzes Ständchen, El Moro. Scheiße, was machen wir denn? Barkeeper, sagen Sie denen, dass da das heute geschlossen ist, ha? So, was ist denn da los? Klärt mich mal schnell auf. Was los sein soll? Nichts ist los. Es ist halt hier einfach niemand reinzukommen. Geschlossene Gesellschaft, Barkeeper. Verriegelt und verrammelt. Da auch einen Hinter- und Seitenausgang gehen. Ja, dann machen Sie das alles zu, Mann. Schön überall aufpassen, bitte. Ja, hier vorne. Ja, von vorne, oben und von den Seiten hier. Wo ist denn der Barkeeper? Wollen wir ein bisschen Schwung in den Laden bringen? Das kriege ich ganz schnell. Geißi, wo ist denn da jetzt los? Die wohnen ja da. Verriegeln Sie die hinteren die Türen und so. Los. Frag jetzt, warum die nicht abhauen wollen. Scheiße, was soll ich? Ihr steht da mit Masken und Schrotflinten, verdammt. Ihr leckt mich doch am Arsch. Hey, ganz ruhig. Okay, ruhig. Billy, kannst du auch wieder zu stehen, aber wenn die Kuh dir reinfliegen? Also, du bist der Erste, der dran ist. Billy, aber ich sag dir, wie es ist. Du musst dir ständig in das Klavier oder so. Oder hier in den Schrank, ja, der. Das Ding ist, die können einfach in die Tür hinten reinrennen. Ja, Ezekiel, du machst den Hintereingang. Ja, die machen die Hintereingänge. Ja, mal, wer hier reinkommt, ich sagte. Ich werde hochgehen. Los, komm, wir gehen hoch und fragen, was da jetzt Phase ist. Wartet mal. Ich gehe jetzt mal raus und mach mein Maul auf, weil da habe ich einfach Bock drauf. Dieses dämliche Rumgestehe, das kackt mich nämlich an. Alles klar, ich gehe ans Fenster und feuer dann. Howdy, how! Sheriff-Gesindel! Pass auf, ich muss weiter ausschenken. Ihr regelt das schon, gell? Diese Bar! Meine Herren, es ist heute geschlossene Gesellschaft. Und wenn wir hier eins nicht brauchen, dann sind das irgendwelche Schulabbrecher mit einer Marke. Ausgeladen. Sag, komprende am Ende. Ja, dann laden Sie mal weiter Ihre Mägen mit Bier und Whisky. Wir sind dann gleich wieder weg. Ja, gracias, amigos. Sehr gut. Feiert mal brav weiter da drin.
Ja, Abfahrt. Ah, das ist schön. Kein Schritt weiter, Mann. Kein Schritt weiter. Was ist denn hier los? Haben wir jetzt nicht verstanden, was wir gerade gesagt haben? Steck mir eure Waffen weg, Jungs. Wir werden jetzt wieder reingehen und weiter feiern. Zurück. Und ich würde ihnen davon abraten, dass sie diese Bar betreten. Sonst werden sie den alten Jack da drinnen oder... Wie heißt denn der Bayer? Sie, Junge. Warte mal, Bayer! Siggi heißt er. Bayer, wie heißt du? Siggi Sauer, Mensch. Gut. Oh, leck mich doch mal. Sonst habt ihr den Schädel vom alten Siegfried das letzte Mal in einem Stück gesehen. Haben wir uns verstanden? Oh, nee, komm, ja, Sir, komm. Wir wollten eigentlich auch nur was essen. Wir sind ach so, ach so, dann. Naja, ja, dann. Ich kann den Siggi ja mal fragen, ob er es ihn rausbringt, ja? Ja, das wäre nett, Sir. Na ja, klar, geben Sie mir eine Sekunde. Siggi! Siggi! Ja, ja. Bring den Sheriffs Essen raus, dann verschwinden die wieder. Du Scheiße, jetzt halt mir die Scheiße. Die haben doch... Die sind noch alle so knauselig. Die tun ich glaub, den Essen bringst, das war keine Frage, Junge, sieh zu. Los jetzt, Siggi. Dann tot mit diesem mal gehen. Du hast heute die Chance, mit deinen magischen Fingern in der Küche hier dir da dein Leben zu erkaufen. Ja, das waren die Schnitten, das waren die Schnitten, die dein Leben und deinen Laden rettet. Du willst nicht, dass es hier eskaliert, Siggi, Mann. Denk gut dran. Was hab ich noch da? Draußen, wie gesagt, jetzt, ich hab gesagt, draußen bleiben! Du Scheiße! Oh, leck mich doch am Arsch! Ich sagte, wie ist das denn? Ich bring noch zu essen raus. Ja, ja, ich schau doch, was ich noch da hab. Alles gut. Ich hab nur Steak gesehen. Ich bring den mal vor die Tür! Warte! Ich muss noch reichen gehen. Gib den mir! Leck mich doch am Arsch. Oben runter! Ich schmeiß den gleich oben über der scheiß Veranda. Veranda! Warte, du musst. Veranda! Oh, warte! Entschuldigung! Ja, was macht der denn da nicht schon wieder Prügel? Diggi, warte mal. Nimm ihn. Beeil dich jetzt. Warte. Wir sagen dir, wenn du rausgehst. Wenn du es knallen hörst. Mach dich bereit. Bin bereit. Sheriffs! Und das hier passiert, wenn ihr unsere Anweisungen nicht achtet. Nur, dass das klar ist. Comprende, amigos? Also, was hat das er jetzt verdient? Hä? Geh rein und feier weiter. Das hat sich geil angefühlt, da bin ich auch ganz ehrlich. Das war tipptopp, das war 1A. In die Lage, bitte zu entspannen, habe ich mal ein paar Steakchen. Hol die runter, wir sammeln uns beim Ausgang. Wir hatten Hunger. Was denn? Ja, ja. Was habt ihr gehört? Hat die Dings. Wir machen jetzt einen Abflug aus den Händen. Abflug hinten raus. Erst zu Fuß, wir holen die Pferde an den Bahngleisen. Und dann ist in Ordnung. Sind wir alle? Einmal durchzählen. Fehlt irgendjemand? Ja, bis jetzt nicht. Wo ist Walkoff? Walkoff! Ich hab dann auch nicht auf mich gewartet. Walkoff! Jungs, jetzt halt mal. Walkoff, Mann, komm an die Bar. Hol dir dein Bier. Ebel, der ist weg. Jungs, das ist. Ja, das mache ich wieder. Wir müssen jetzt los. Warum noch? Wartet. Worauf zu warten, Junge? Worauf wartest du? Ja, jetzt ist frei, wir müssen, ne? Und alles, was da hinten ist, wird direkt niedergeballert. Ja, wenn. Naja, also, dann, ja, überrumpelt, ja. Ne? Und los geht's. Warum das? Das hat funktioniert, Mann! Ja, das hat funktioniert, Mann! Geil, amigos! Es hat sich so gut angefühlt, diesen Toten da über die Veranda zu schmeißen. Oh, Walkoff, der nichts nutzt. Ich glaube, das war Walkoff, naja. Oh, ich kann nicht mehr. Holt die Pferde, Jungs. Ja. Scheiße, wen hast du denn erschossen? Scheiße, wait, wen hast du denn erschossen? Wir sollten schneller hier weg. Ja, wen hast du denn da erschossen, Wayne? Scheiße, holen. Ich bin ganz ehrlich, auf ins Lager, Mann. Wer ist denn da oben? Auf wen hast du denn da geschossen? Warte mal, wer ist denn da oben? Ist doch jetzt scheißegal, Wayne. Warum schreib drauf? Das können die von der Company sagen. Ja, genau. Ganz ehrlich, irgendwann schieße ich dir deine scheiß Fresse weg, Mensch. Wir haben jetzt halt mal deine Fresse, du! Hört doch mal zu, Jungs. Wir haben jetzt einen Arsch voll Cheddar am Arsch, Junge. Aber so. Wir haben doch gar nichts gemacht. Ja, wir haben eine Leiche über den Dings geworfen.
Aber das Problem ist, wir sind derzeit Most Wanted. Die haben $100 Kopfgeld auf Bill und mich. Richtig, der eins. Von denen, genau. Der einzige, der noch über uns ist, ist Sonny und Razor. Diese Ganoven aus New Hampshire. Was wollen wir jetzt im Lager? Die haben den gesamten Viehtransporter ge. Wir müssen nicht ins Lager. Wir gehen nach Blackwater und trinken da. Nee, Mann, ich geh jetzt ins Lager und leg mich pennen, Mann. Wir sehen uns übermorgen. Ja. Alles klar. Ja, wie sieht's aus? Dann machen wir morgen. Nochmal bitte was? Was macht ihr morgen? Ja, nach den Zügen gucken. Nach der Train-Kommission. Sehr gut. Ich bin dann ab übermorgen wieder da, ne? Ja, klar. Jungs, ich hab mich ehrlich ein bisschen auf eine Schießerei im Kamin gestellt. Ja, so ein bisschen. Ja, ich meine, noch können wir einfach wieder rein. Wir sind relativ zügig aus 8 5 geworden. Das schmälert dann die Chancen immer so ein bisschen, nicht wahr? Aber man muss immer mit einkalkulieren, also Bilder schießt mich und... Vielleicht, ja, dann waren es nur noch 4. Und dann sind es nur noch 4 und was wollen wir machen? Nicht? Warum erschießt 9 kleine O'Neils sitzen auf an der Bar, sitzen an der Bar, der Bilder nimmt den Navy, da waren es nur noch 8. Ey, wisst ihr, was ich mache? Was denn? Macht ihr alle einen Abgang, ich reite zurück und stell mich wegen der Befragung. Was redest du, Junge? Ja, das Ding ist... Ich hol mir dein Kopfgeld! Quatsch, ganz ehrlich, Mann! Du hast mir eben noch... Wir brauchen kein Geld. Ist uns alles scheißegal. Nein, sollen die uns holen? Ich nehme doch gar kein Geld an, du dämlicher Idiot! Nee, ich weiß schon. Aber wenn ich da hingehen will und mit dem Marshall Knox gehen will, dann ist es falsch, Mann. Ja, Leute, was ist jetzt auf einmal mit euch? Warum macht ihr euch so? Ich dachte, wir kämpfen jetzt gegen die, wenn die uns holen wollen. Da stehen 15 Leute, 30 Leute. Ja, das sind jetzt echt viele gewesen, aber... Wohin da ging es darum, dass die vielleicht ein kleines Erfolgserlebnis zumindest haben, verstehst du? Oh, das hatten sie gestern mit mir. Wollte ich es nämlich auch gerade sagen. Ja, die Train Company hatte das gestern mit ihr. Ich glaube, die fascht es auch. Ja? Ja, tatsächlich. Ja. Also kein schlechtes Gewissen, alles cool? Also da brauchst du absolut kein schlechtes Gewissen haben. Scheiße, ja, dann soll ich nicht ficken, dann ist doch in Ordnung. Ja. Da, da ist doch und unser, die Kutsche da will ich haben. Los, halten wir an, los, Tücher hoch. Anhalten! Amigo, bleib mal stehen. Bereite dadurch Nacht und Wind, wie dein Name ist. Von der Holzfällerei, das sieht man, sie haben ja Arme wie Beine, Junge. Ja, so oder so ähnlich. So oder so ähnlich. Wo reiten die denn hin, Herr Dwayne? Wir sind auf dem Weg nach Holz, wenn tatsächlich nur eine Lieferung zu fahren. Ach, die haben ja noch 2 Mitfahrer. Ja. Hola amigo, wie sind denn eure 2 schönen Namen? Au. Ihr habt dich was gefragt, wie heißt du? Und mach die Schnauzen auf, Mann, ich will euch hören. Das ist ein kleiner Bär. Ja, kleiner Bär, und du, wer bist du? Das ist ein kleiner Fuchs. Oh was? Deiner Fuchs? Oh mein Gott, hat der lebendige Tiere hinten drauf? Ich muss weg. Tschüss. Okay, schönen Abend noch, Gentlemen. Gott, das waren wieder solche. Und großer Bär? Junge, ich hab Angst vor kleinen Füchsen und großen Bären. Ich auch. Scheiße, Mann, dass die... Ich hab die nicht mal gesehen und die klangen furchterregend. Ja. In ihre Stimmen, die waren auch so bärenstark. So roh, so aggressiv. Ich hab einen Namen. Ah! Was hat sie aus dem Bazar gemacht, oh? Ich hab mir volle Kanne fast in die Hose geschoben. Wait, Junge, warum zitterst du denn? Ja, mein kleiner Fuchs und großer Bär, Mann. Und da kommt dann noch einer auf. Ist das zu viel für uns, oder was? Ja, auf jeden Fall. Wait, ich hab Angst vor denen. Ja, Wade meinte, ich soll mich auch nicht mit ihnen unterhalten lassen. Ja, weißt du auch nicht, warum. Ja, hast du schon mal vom großen... Ja, okay, komm, mach noch. Das ist unsere, los jetzt, ran da. Ihaa!
Howdy, Sir, wer reitet denn da durch Nacht und Wind? Wer fällt ein auch noch? Ja. Auf dieser Kutsche. Wie ist Ihr Name? Wie ein Rind. Sie müssen mal lauter reden, sonst muss ich Ihren Kiefer auseinanderschießen. Mein Name ist Arthur White. Arthur White, Sir, was machen Sie hier in der Dunkelheit? Ja, was liefern Sie? Bisschen mehr Informationen ist. Weiß nicht, was da drin ist. Weg hier! Weg! Sie müssen doch wissen, was Sie liefern, oder? Also, wie Sie hier querfeldein durch die Prärie sind, das ist ganz schön eilig, oder nicht? Ich bin volle Kanne gegen Baum geritten. Als hätten Sie da ganz schön wertvollen Kram dabei, ja? Ich bin ganz neu hier in dem Korb. Weg hier! Hier gibt's nichts zu sehen! Weg hier! Sie sind ganz neu, ja? Ich hab mal was von Wegen gehört. Ja, ich bin vorhin falsch abgebogen, deswegen bin ich jetzt querfeldein, um mit dir auf die Straße zu kommen. Ich bin im Leben auch ein paar Mal falsch abgebogen und jetzt sitze ich hier, hm? Amigo, können Sie nicht reden? Ich kann reden, ich rede doch die ganze Zeit. Sie reden, sie nuscheln und nuscheln. Er redet nur, wenn er gefragt wird. Was ist denn los mit dem? Ja. Wo ist das? Ja, hör mal zu, Amigo. Was ist das, deine erste Tour oder was? Na, nicht die erste, aber die erste, nachdem mich im Puma platt gemacht hat. Ja, oh, mit deinen bloßen Händen oder was? Nee, der Puma mich nicht, ich ihn leider. Achso, ja, ach so. Sieht man ja. Hör mal zu, ich hab das Gefühl, wenn wir dir noch Dolaris nehmen, hast du gar nichts mehr. Also nicht mal mehr eine Ehre oder so. Ich hab noch nicht mal wirklich Dolaris. 6 Dolaris. Gut, ja, dann steig mal ab, dann wirst du jetzt einen kleinen Tanz vorführen für uns, ha? Und wir nehmen die weiße Kreide und beschmieren deinen Wagen. Ey, hör mal zu, hast du einen Timer, mein Freund? Hast du Zeitdruck? Oder hast du ein bisschen? Ja, die Tour ist natürlich ist eine Liefertour, ne? Ich weiß nicht, wie viel Abzug ich krieg, wenn ich später komme. Ah. Ja, dann mach dich los, du arme Socke. So, warm noch sieht zu, du arme. Gut, ja, danke so. Schön. Howdy! Kein Problem, Junge. Strahl! Denk doch schnell hier! Anhalten! Sag mal, vielleicht hast du ja für die ganze Munition und so gezahlt, aber wenn man jetzt so aus... Ob das jetzt an deinem Esel oder... Ich sag jetzt mal epischen Gründen, wenn man vor so eine Kutsche reitet, einmal in die Luft schießt, das ist ja, doch wert. Ja, das hab ich doch, das ist ja, super. Ist doch cool. Das ist doch wert, der Schuss, oder? Naja, ich ja, weiß ja nicht, voll, du warst voll, gestern voll. Ganz schön saui. Nee, du musst ein bisschen normale Munition dabei haben, weißt du? Mit der ist das absolut super. Ja, aber denk an die Kugel, kommt doch auch irgendwann runter, Junge. Stell dir vor, die fällt dir auf einmal in den Schädel. Die Kugel kann doch keine, die fliegt ins Unendliche. Ey, wenn ich eine Regel aufstellen müsste, würde ich sagen, wenn das andere mitbekommen und die Ballerei ein bisschen cool ist, ja, ist das in Ordnung. Aber wenn wir untereinander einfach wie bescheuert in die Luft knallen, dann fühle ich das nicht so. Ja, sehen wir aus wie Trottel, Junge. Aber so wie jetzt, wenn wir da vorreiten und das Ding da hoch ist, ist schon ein bisschen eindruckschindend. Ja, finde ich auch. Der Fuchs da vorne. Zählt ja jetzt jemand anderes, der das mitbekommt? Wenn es darum geht, Junge, dann ist das auch dieses ewige sich gegenseitig treten und so. Ist ja genau dasselbe, Junge, nur ohne Waffe. Ja, da kannst du dir... Also da gibt es, finde ich, nur einen einzigen Adressaten. Weil ich bin da... Also ich springe auf den Zug nur auf. Aber der Schaffner ist ein anderer. Du Idiot! Au! Ich denke, manchmal muss man auch einfach mal akzeptieren, dass der andere das letzte Wort hat. Das ist nämlich immer wieder der gute alte Way. Weißt du, da muss man mal eine kassieren, dann ist auch in Ordnung. Aua! Lass mich nicht hauen! Ganz ehrlich, da reicht's mir auch schon wieder. Da will ich dem kleinen Bastard einfach nur die Fresse wegschießen, ganz ehrlich. Ja, komm, schieß ihn runter, den Adler. Der fliegt so eine schöne gerade Linie. Oh, wenn wir uns da oben auf die Brücke stellen und unten kommt eine Postkutsche gefahren, da können wir draufspringen. Ja, genau. Das, genau, das ist eine gute Idee. Probier das schon mal. Ja, also gut, dann würde ich sagen, viel Spaß morgen mit dem Zug. Ich lege mich jetzt pennen, ne? Ja, warme noch. Schlaf ja, oder mir. Howdy. Schönen Abend, vamos. Howdy. Vamos, Junge.
So, ihr Lieben, ich danke euch für alle Follows, für alle Subs, für alle Subgifts an der Stelle nochmal. Vielen, vielen lieben Dank. Wir sehen uns übermorgen. Denn morgen muss ich leider früh ins Bett, weil ich wiederum leider auch früh raus muss. Das ist ist ein verlorener Tag auch an der Stelle, sei gesagt. Aber bis dahin. Ja, ihr geht morgen zu Gordon, ihr geht morgen zu Josh Mann, ihr geht morgen irgendwo hin, wo es schön ist. Mein Gott, hab dich doch nicht so. Nämlicher Manfred. Ah. Schön gemacht, Manfred. Schön gemacht. Aus dem Weg, Gesindel! Reißen aber auch einfach nicht an. Naja, Leute, dann macht euch jetzt mal rüber zu Onkel Joshman. Und ich wünsche euch eine gute Zeit, ne?